auf Lärm. Der Podcast. Geil. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu I Love Lamp, der Podcast. Ich habe wieder gelacht bei I Love Lamp. Lasst noch mal, Moment. 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu I Love Lamp, der Podcast, Folge 197. Mein Gott. Hier ist schon klar, dass es genau so bleibt. Ne? Hallo, hier ist Wookie. Natürlich. Und willkommen. Das Wookie hört sich sind heute ein bisschen unsere Themen. Ach so, jetzt schon. Okay, das sind unsere Themen. Twitter los, die besten Tipps, wie ein Präsident kommunizieren kann. Survival Games, woher kommt das Verlangen, digitale Häuser zu bauen, während das Reale unaufgeräumt bleibt? Ente gut, alles gut. Die Ente aus der Maus wird 34 Jahre alt. Brühe oder Tee, wo ist eigentlich der Unterschied? Das ist I Love Lamp, der Podcast. So, jetzt hoffe ich, dass ich anständige Musik gefunden habe, die ich darunter schneiden konnte. Naja. Ah, musst du wahrscheinlich einfach noch Free-Ticker-Musik suchen, oder? Ja, ja. Du hörst ja, ich nehme einfach alles aus GarageBand. Ist immer, jeder Podcast, muss man darauf achten, jeder Podcast alle hat die gleiche Musik. Alle auf GarageBand, vor allem fest und flauschig, ja? Mhm. Ja, klar, das ist ja alles mit dem MacBook vom Olli gemacht. Ja. Ja. Nur der Ablagestapel benutzt das nicht. Ja, weil er kein MacBook hat. Richtig. Tja, aber du bist jetzt auch Apple-User. Ich habe auch kein MacBook. Ich habe dich heute damit überrascht, dass ich dir per iMessage geschrieben habe. Ja, weil du schon wieder irgendwie Hass gegen WhatsApp hast und deswegen jetzt wieder wechselst und so. Ich hatte schon immer Hass gegen WhatsApp. Ich habe es halt nur benutzt, weil halt alle da sind. Und was will man denn machen? Die Alternative ist einfach, Kontakte zu allen abzubrechen. Aber dann hätte ich keinen Kontakt mehr zu den Lampen, keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ich FaceTime, also ich mache Videochat über WhatsApp mit meiner Mutter. Ja, das ja, aber woher gerade wieder diese frische Antipathie? AGB-Änderungen und Meinungen im Internet, die ich ungefiltert aufnehme. Aha. Bisschen mehr. Ja. So einfach ist das. Irgendwas muss dich ja stören. Ach, mich nervt einfach Facebook generell gerade. Einfach, was heißt gerade? Ich bin ja jetzt schon bestimmt seit einem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr habe ich angefangen, Facebook loszuwerden. Mein Facebook-Account sollte auch mittlerweile gelöscht sein. Das ist ja ein bisschen komisch, da du kannst ja nur deaktivieren und dann ist er irgendwann gelöscht. Ja, wenn du dich aber nochmal kurz einloggst, um zu gucken, ob er deaktiviert wurde, und er ist nicht deaktiviert, ist er wieder aktiv. Also es ist sehr, sehr, naja, daneben, wie das Ganze da läuft. Ja, auf jeden Fall habe ich es versucht loszuwerden, weil ich habe mich mal irgendwann dafür entschieden, okay, es reicht, auf Twitter zu sein, weil auf Twitter sind echt die besten Leute. Ja, es ist einfach so. Ja, vor allem kannst du da einfach, ich bin in meiner Bubble und da bin ich glücklich. Da sehe ich nicht die ganzen verwirrten alten Menschen. Auf jeden Fall, WhatsApp gehört jetzt zu Facebook, das ist ja bekannt. Und jetzt das ist sind schon ewig, ja. Das ist ja schon ewig so, aber jetzt kommen neue AGBs irgendwie raus, die das Ganze irgendwie noch mehr zementieren und den Datenaustausch vor allem zu Facebook hin einfach noch mehr in den Vordergrund stellen. Und was WhatsApp jetzt einfach ein bisschen macht, ist auch Pistole auf die Brust drücken und sagen, ja hier, du hast bis zum, ich weiß gar nicht bis wann, Bis die Tage Zeit, hier unserem AGB zuzustimmen. Ansonsten kannst du unseren Dienst nicht mehr nutzen. Was legitim ist, von der Seite aus, ja. Aber das Problem ist einfach, man ist dann doch einfach so drauf angewiesen, ja. Mhm. Ja, da haben wir auch die Macht dafür, ne? Es wird einfach von allen genutzt. Ja, das ist einfach das Ding, ne? Es wird von allen genutzt und du hast eigentlich keine Möglichkeit, Alternativen irgendwie zu benutzen. Ich habe gestern nochmal in meinen Streamer reingeguckt, ob es mittlerweile mehr Leute gibt, die das benutzen. Nö, das sind immer die gleichen 5 wie damals vor 5 Jahren, als ich mir das runtergeladen habe. Wobei es eigentlich gar keinen Grund gibt, diese Software nicht zu benutzen, weil sie einfach sicherer ist. Also aus Datentechnik. Hat sie einfach Geld gekostet oder nicht, ne? Ja, das ist ein Hauptargument, ne? Die kostet, glaube ich, 4,99 und das schreckt halt viele Leute ab. Mhm. Ja? Naja, andersrum, 4,99 sind wie viel SMS? 50? 50 SMS? Dann hast du es wieder raus. Also SMS ist ja eh das sicherste Ding überhaupt, aber wer schreibt denn heute noch SMS? Ich weiß gar nicht, ob ich SMS-Pakete in meinem Vertrag drin habe. Ich auch nicht. Ich habe in den letzten Monaten auch super viel telefoniert, dass ich teilweise hinterfragt habe, ob ich überhaupt eine Flatrate habe. Ah, gut. Aber das ist gut, so habe ich wenigstens mal meine Passwörter und Login-Daten für meinen Handy-Vertrag aktualisiert. Ist auch mal gut. Mm. Oh ja, Passwörter, das ist auch immer so eine Sache. Ich bin im Moment echt. Speicherst du alle deine Passwörter bei Apple? Ja. Auch deine Bank-Passwörter? Ja. Echt? Du hast dein Online-Banking in einem Passwortmanager von Apple gespeichert? Klar, wie soll ich mir den sonst merken? Mit dem Kopf, du Pfeife. Ach.
Ich glaube, das ist schon dumm. Also nee, meine Halb-Amateur-Meinung sagt, das ist, glaube ich, dumm. Ich glaube, es kommt drauf an. Ich persönlich, das ist mein Eindruck, ist, dass Apple an sich sehr verantwortungsvoll auch mit persönlichen Daten umgeht. Gerade auch mit solchen Sachen, ja. Also im Vergleich zu anderen. Also ich habe keine Pimmelbilder in der Cloud. Ja, ich auch nicht. Aber selbst wenn, dann hättest du, ich glaube, man hätte kein Problem, Pimmelbilder. Na, obwohl, das sagt man so. Damals der große iCloud-Leak. Das große Fappening. Ja, aber das waren die Leute ja irgendwie selber schuld, weil die sind ja einfach auf eine Phishing-Mail, glaube ich, reingefallen. Ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist, aber... Ich glaube, das war damals eine simple Phishing-Mail und die haben da einfach ihr Passwort angegeben und dann waren sie drin. Echt? Die ganzen Stars? Ja, die ganzen Dummnasen? Naja. Du schreibst einfach Jennifer Lawrence und sagst, guten Tag, ich bin Apple, wie ist denn ihr Login? Ja, und dann antwortet sie halt und schwupps, rettet. Ja, so einfach ist das. Naja, Wookie, du hörst dich heute sehr verschnupft an. Man merkt auch, dein Elan ist. Du reagierst nicht so. Bin ich eigentlich gar nicht so. Ich bin vereitert. Bin vereitert. Lecker, Alter. Für alle die sich jetzt zu große Bilder malen, wieder im Kopf. Es ist Dienstag. Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Und war gestern bei Lampaloosa auch nur so mit halber Energie dabei. Dennis schätzt sich raus heute über Nacht. Meine Mandeln sind zu kleinen Kieselsteinen gewachsen, die ich mit jeder Bewegung meines Kiefers spüren kann. Ich habe Schluckprobleme und habe mir eine Mandelentzündung geholt. Hör mal, es ist unglaublich. Also Leute, ne, es ist nicht alles Corona. Man kann sich auch noch normal erkälten und so weiter. Das gibt's auch noch. Aber wie? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, seit dem 3. oder 4. 1. nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ich habe hier nur gesessen. Es kann nur passiert sein, als ich die Wohnung gelüftet habe. Und dann hat sich so ein Mandelentzündungsvirus. Ja, keine Ahnung. Eiter, dann ist, wenn Eiter ist, Bakterium, oder? Das ist eine bakterielle Mandelentzündung. Sehr gut, Sebi, sehr gut, ja. Ich denke mal irgendwie, dass ich mich dann unterkühlt habe, weil meine Wohnung war auch irgendwie in der letzten Woche ein, zwei Mal so gruselig kalt, wo ich nicht wusste, woher es kam. Und dann daraufhin, ne, irgendwelche Bakterien sich gedacht haben, so, oh ja, jetzt gehen wir mal volle Kanne ran und schnappen uns den Jungen. Und haben sie geschafft. Und deswegen liege ich, liege ich den Tag über auf der Couch und schlafe und versuche doch so schnell wie möglich fit zu werden. Und ich habe so ein, ich muss sagen, also ich habe eine relativ coole Hausärztin. Die ist auch ziemlich straightforward, was ich bei Ärzten sowieso sehr, sehr mag, weil ein Arzt muss dir nichts schönreden, ne? Hab natürlich erstmal auch gefragt von wegen so, ja, und wie hoch ist die Chance, dass das hier irgendwie in Richtung Corona geht? Sie so, nee, da ist Eiter, das ist bakteriell, das ist, da ist Eiter, da ist Eiter, nichts. Lecker, das ist Eiter, genau. Und dann hat sie irgendwas gesagt, aber ich muss sagen, da waren wir ein bisschen mulmig. Also, in meiner gesamten Familie, ja, gibt es keine Person, auch von der ich weiß, die irgendwie Herzprobleme hatte. Also null. Auf jeden Fall guckt so meine Ärztin mir den Rachen und guckt mich dann so an und sagt so, hören Sie mal, da brauchen wir Antibiotikum. Sie haben ja keine Herzbeschwerden, ne? Und alles, was ich natürlich antworten konnte, war so, ich glaube nicht. Also ich weiß von keinem Herzleiden in meiner Familie. Dementsprechend glaube ich, ich habe keine. Aber so mal so lapidar zu fragen, so, also Herzprobleme haben Sie nicht, oder? Weil dann hat sie mir jetzt irgendwie so ein Killer-Antibiotikum verschrieben, das, also... Du kennst es ja, ne? Wenn du Antibiotikum nehmen musst, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, dann bist du 2 Wochen lang beim Quiz und sagst, ich trinke kein Bier, weil ich muss Antibiotika nehmen, ne? Ich habe jetzt eine Packung Medizin bekommen, in der sind 3 Tabletten drin. Oh. 3 Tabletten. Ich kriege Antibiotika für die nächsten 3 Tage, also heute, morgen und übermorgen. Wenn die Folge rauskommt, habe ich bereits meine dritte Tablette genommen. Und angeblich halten die dann einfach noch ewig weiter. Und ich bin ab morgen nicht mehr ansteckend. Okay. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen gruselig, dass ich so einfach so nebenbei so ein super Antibiotikum plötzlich bekomme, weißt du? Schmecken diese Antibiotikum sehr nach Zucker? Es sind keine Kügelchen. Ich musste sie, glaube ich, ich musste sie 10-mal gegen den Tisch hauen, damit sie wirken. Nein.
Das sind einfach riesig. Das ist auch eine ziemlich blöde Kombination, wenn du schon Schluckprobleme hast, ne? Und Schmerzen hast beim Schlucken. Und dann verschreibt dir ein Arzt Tabletten. Und dann sind das auch noch so fette Oschis, weißt du, die du runter schlucken musst. Schlucken, ja, ja. Sebi. Willst du nochmal kichern? Ja. Ja, ja. Ja. Nee. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen runtergefahren. Ich bin auch nicht ganz geistig ganz da, das kann ich auch so sagen. Ich habe mir meinen Schluckreflex auch mal derbe versaut. Ich muss mal. Ich hatte mal eine Gürtelrose, musste dann halt über, war fast 2 Wochen lang, musste ich Tabletten schlucken. Viermal am Tag sogar, die, ich sag mal, so daumennagelgroß waren. Und Dragees. Ja, und da, also, ja, das runterzuschlucken, das ist echt schon herb. Du musst dich ja irgendwie zwingen, ja. Es gibt ja ab und zu, das hat man ja selbst bei einer blöden Aspirin oder bei einer Ibo, da will sie einfach nicht runter, ja. Und irgendwann ist sie halt schon so halb im Mund aufgelöst oder sowas und dann denkst du dir, ach scheiße, ja. Und dann kaust du so ein Stück irgendwie runter und denkst dir danach, jetzt ist eh alles vorbei. Aber was ist denn deine Technik, um halt so eine Tablette runterzuwürgen? Einfach in so eine Frikadelle stecken. Also die Hundetechnik, ja. Nee, ich muss sagen, also wenn sie zu weit hinten landet und das stecken bleibt, dann ist der Würgereflex da und dann ist die Sache eh für mich gegessen. Aber das ist schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Ich habe nicht so Probleme, Tabletten runterzuschlucken. Ich brauche sehr, sehr viel Wasser. Was ich immer sehr gruselig finde, aber wie gesagt, jetzt kommt der Moment, wo ich sage, ich bin nicht ganz auf der Spur. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei jemandem gesehen habe oder nur im Fernsehen. Aber wenn Menschen Tabletten schlucken, ohne dabei Wasser zu sich zu nehmen, also ohne Flüssigkeit, wenn Menschen das einfach so, weißt du, auf trockenen Hals sich eine Tablette in den Mund werfen und dann einfach runterschlucken können, das sind für mich Unmenschen. Also das ist für mich ein Zeichen dafür, das erste Zeichen dafür, dass du Reptiloid bist. Okay, hast du Merkel jeweils eine Tablette schlucken sehen? Nee. Hm. Ich weiß es ja, wie gesagt, auch gerade nicht. Aber vielleicht nicht sie. Vielleicht. Was ist denn deine Technik? Meine Technik, ich versuche halt so weit wie möglich nach hinten halt zu landen, ja, das heißt auch so ein bisschen die Zunge so zu rollen und den Rachen halt frei zu machen, dass sie halt hinten auf der Zungenwurzel quasi schon liegt, ja, und dann einfach nur mit Wasser runterspülen und versuchen einfach nur quasi die Technik, die man vom Bierstürzen hat, quasi zu haben, einfach nur den Rachen aufzumachen und reinlaufen zu lassen. Ah, das kann ich aber nicht, ich kann meinen Rachen nicht so aufmachen, ich kann keinen Biersturz. Das ist auch ganz gut so für mich eigentlich, sonst hätte ich mein Studium, glaube ich, nicht geschafft. Aber das spielst du auch ein bisschen mit dem Feuer, ne? Weil dann bist du ja immer, dann liegt die Tablette bei dir ja wirklich, wirklich nah am Kotzreiz. Ja, aber mein Kotzreiz, der ist. Ich habe einen seltsamen Kotzreiz. Ich kann mir zum Beispiel den Finger in den Hals stecken und es passiert nichts. Ja? Also es muss schon viel passieren, ja. Wobei ich aber mich immer wieder erwische, ich weiß nicht warum, ist beim Zähneputzen. Wenn ich mit der Zahnbürste hinten die Zähne mache. Und wenn die Zunge putzt vor allem. Ja, genau. Und dann habe ich doch ab und zu mal wirklich so ein Gefühl, wo dann denkst, so, na, jetzt setz ich mal hin. Vor allem kommt ja dann meistens auch noch so dieses Würgegefühl, dass der Magen so wie raus will, kommt ja gleichzeitig dann auch noch mit ein bisschen Kreislauf und ein bisschen Gleichgewicht. Kennst du das? Ich stelle mir gerade vor, wie du regelmäßig beim Zähneputzen plötzlich umkippst und einfach auf dem Boden liegst und deine Frau kommt ins Schlafzimmer und denkt sich nur so, ins Schlafzimmer, sag ich, ins Badezimmer und sagst nur so, oh, nicht schon wieder. Und darum putze ich mir nur 3-mal die Woche die Zähne. Einfach, und dann halt auch im sicheren Kontext, ne? Wenn jemand zuguckt. Genau. Deswegen hast du auch einen Hund, ne? Das ist so ein Zahnputz. Das ist ein Servicehund, ja. Der steht dann immer neben mir und achtet darauf, falls ich beim Zähneputzen umkippen sollte. Der hebt immer so die Pfote an deinen Arm, wenn er merkt, dass du die Zahnbürste zu tief reinsteckst. Genau. Aber keine Panik, ja. Ich hole alles nach. Ich putze mir dann auch 12 Minuten lang die Zähne, dass das alles auch wieder ausgeglichen ist. Ja, das passt in etwa. Man muss ja nicht übertreiben. Ich versuche gerade zu rechnen, ja, aber es ist mir zu hoch. An die Mathematiker da. Los, Leute. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall bin ich krank. Und einfach so, denn normal, ich finde es ja immer so ein bisschen doof, wenn man krank wird und eigentlich keinen Grund hat. Deswegen, deine Frage eben war auch eigentlich perfekt, von wegen so, woher kommt das? Keine Ahnung. Also. Vor allem gibt man sich ja so Mühe, ne? Man ist ja jetzt quasi seit März. Naja, man muss sich Corona-technisch bedingt ja, Homeoffice bedingt ja nicht mal Mühe geben, weißt du, sitzt halt eh nur auf dem Schreibtischstuhl. Klar.
Wo soll man sich denn da noch anstecken? Ja, aber vielleicht ist es ja genau das eben, dass man nicht mehr rausgeht und das Immunsystem dann einfach sagt, okay, weil spazieren gehen zum Beispiel ist ja cool, ja. Mhm. Mit dem Hund rausgehen ist cool. Ich nehme mir jetzt auch immer vor, in der Mittagspause schön eine halbe Stunde einfach rauszugehen, ja. Heute war mein Hund nicht da, bin ich auch eine halbe Stunde zu Gyrosbude gegangen, ja, war gesund. Das ist aber ein schönes veganes Gyros geholt, ne? Na klar, aber trotzdem, Hauptsache ein bisschen gesund sein, ja, ein bisschen gesund bewegen, auch ein gesund ernähren, gerade im Homeoffice, mal eine Banane zum Frühstück oder, weiß ich nicht, mal eine Mandarine ins Schokomüsli, keine Ahnung, irgendwie so ein Kram, ja. Sehr gesund, Banane, Mandarine ins Schokomüsli. Du, das ist auch so, da habe ich auch gedacht, vielleicht hat mein Körper sich einfach gedacht, oh, jetzt ist perfekt, weißt du, weil ich habe ja gestern, ich habe eine Suppe angesetzt, eine Brühe habe ich angesetzt. Ich hatte dich gestern kurz zu unserer Lampelusa-Aufzeichnung, hatte ich ja darauf angesprochen, dass du, wenn du eigentlich Lust hast, du kurz heute vorbeifahren könntest, um dir eine Portion abzuholen, dann hätten wir jetzt live in der Aufnahme schön Ramensuppe schlürfen können. Was, glaube ich, auch eins der Top-Gerichte ist, in einem Podcast zu schlürfen, um definitiv den Bayern glücklich zu machen. Ja. Definitiv. Wir sollten übrigens einen Rahmen-Podcast machen. Wollte ich gerade noch mal so reinwerfen, ja. Mhm. Aber ich habe gerade kein Auto, mit dem ich hätte vorbeikommen können. Das hätte halt einfach logistisch nicht funktioniert. Mhm. Und mit dem Fahrrad wäre die Suppe kalt gewesen. Sorry. Ja, und wieder, ich hatte keinen Bock. Wir abmachen. Ja, wo denn? Ich habe keine Mikrowelle. Ein Topf. Ah, naja, auf jeden Fall. Hier. Alles schmutzig. Mein Besuch letzte Woche im Asia-Shop hat mich auf jeden Fall ordentlich animiert. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Brühe gemacht gestern. Eine Brühe, die, ich würde mal sagen, ein deutscher Rahmenfond ist. Naja, weil deutscher Rahmenfond hört sich eher an nach irgendeinem Investmentbanking. Ja, der deutsche Rahmenfond. Das ist, ich habe alle möglichen Tricks gemacht, die man so mit Suppengrün und so weiter anstellen kann, weißt du? Ich habe nämlich, statt das Suppengrün einfach nur mit Wasser aufzufüllen und dann zu kochen, habe ich erst mein Suppengrün gesalzen und auf einem Backblech verteilt und dann schön mit einer Knolle Knoblauch im Backofen geröstet, bis es leicht schwarz war, also ganz leicht nur. Dann habe ich das rausgeholt und bis auf den Knoblauch in einem Schnellkochtopf mit Wasser zu einer richtigen Brühe kochen lassen. Dann war sie durch das Anrösten auch so ein bisschen dunkel. Und dann habe ich mir einen zweiten Topf genommen, Sebi. Dort habe ich Bauchspeck angebraten, so richtig schön zerlassen. Also richtig, richtig zerlassen. Mit getrockneten Steinpilzen, die ich natürlich vorher enttrocknet habe. Und einer fetten Zwiebel. Und das habe ich dann mit der fertigen Brühe, Gemüsebrühe, die ich gemacht habe, abgelöscht. Und dann den Knoblauch rein. Und das schön geköchelt. Jetzt habe ich eine Suppe drüben, also wirklich eine klare Suppe, die schmeckt nach Waldpilzen. Hat so einen leichten Umami-Speckeffekt dadurch. Und Zwiebeln und Knoblauch. Also so eine richtig schöne, durchsichtige, braune Ramenbrühe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon Ramen bestellt hier in Köln. Und ich habe um Längen schlechtere Suppe gekriegt. Das kann auch durchaus passieren, ja. Je nachdem, wo du hier hingehst. Und das Gute ist, ich habe mir koreanische Ramennudeln geholt, die man einfriert. Die wirfst du nämlich nur ins Wasser und nach 20 Sekunden sind die durch. Und die schmeißt du dir nämlich einfach in die heiße Suppe, schön ein paar geschnittene Champignons rein, weißt du, noch ein bisschen Kohl und noch ein bisschen Frühlingszwiebel, zack, hast du eine Bowl mit Ramen. Hatte ich gestern nämlich dann auch einfach, nach unserer Aufnahme, und die war gut. Ich sollte viel mehr Ramen geben. Mein Ramenradius ist eigentlich, alle guten Ramenläden sind alle in der Südstadt, beziehungsweise viel zu weit von mir weg. Das ist immer so problematisch, vor allem jetzt, wo du Sachen nach Hause holen gehen musst. Hast du auch nichts. Nee. Südstadt also und Mitte, ne? Ja, es gibt da Ketso in Mitte, es gibt da Kumi in Mitte, es gibt das Nubiko in Kalk, wobei das Nubiko natürlich Udon ist und kein Ramen, aber ich sag mal, technisch gesehen ist es das Gleiche. Es ist halt eine Suppe nur mit dicker Nudel. Du hast noch das Daikan? Ja, das Daikan ist aber meiner Meinung nach mehr so ein Hipsterladen. Weil ja, aber es macht eine gute Brühe. Es macht eine sehr, sehr gute Brühe. Ja, es macht ganz nette Brühe. Auch das, wie heißt das da, Mediapark? Da dieses Good Food. Ja, ist auch okay und ist bestimmt gesund, aber ist trotzdem alles so ein bisschen Hipsterladen, wo sich halt ein pfiffiger Geschäftsmann mit Kochhintergrund gedacht hat, och, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen was auf gesund und auf gut, ja, und darum mache ich hier meine Ramensuppe. Ist aber kein Vergleich halt zu einer original japanischen Ramensuppe. Ich kann eigentlich nur in Köln, wenn du wirklich originale Ramen essen willst, Taketso, weil da guckst du auch in die Küche und da sind nur Japaner am Arbeiten und
da hat man einfach auch das Gefühl, dass die wissen, was sie machen. Und dass die Suppe wahrscheinlich so schmeckt, wie du sie auch in Japan essen würdest. Ja, das ist ja auch vollkommen. Das ist ja auch der Mund, das ist ja auch der Grund, warum ich meinte, warum ich habe so eine deutsche Ramenbrühe gemacht, weißt du? Weil sie natürlich ja. überhaupt nicht, ja, allein, also ich denke mal, ein Japaner würde erstmal keine Steinpilze nehmen, der würde ja Shiitake-Pilze nehmen, um überhaupt eine Suppe zu machen. Aber ich glaube, deine Suppe ist schon viel zu fancy, um sie als deutsch gelten zu lassen. Die deutsche Rahmensuppe besteht einfach nur aus einem Huhn, das ausgekocht wird mit ein bisschen Suppengrün. Und statt Rahm kommen da halt Grießknödel rein. Und dann hast du deutsche Rahmen. Oder diese Mini-Nudeln. Genau, diese Buchstabennudeln. Ah ja, Buchstabennudeln, genau. Buchstabennudeln. Kannst du dir vorstellen, dass der Japaner vielleicht gar diese deutschen Buchstabennudeln gar nicht kennt und irgendwann ein findiger Japaner mal hier in Deutschland im Urlaub ist und dann diese Buchstabensuppe isst? Es ist schwierig, wenn du als Tourist Buchstabensuppe auch zu entdecken, glaube ich, in Deutschland. Weil die ist jetzt ja nicht irgendwie omnipräsent. Du müsstest schon als Tourist nach Deutschland kommen und dann zu einem expliziten Deutschen zu gehen. Oh Gott, ich bin Deutsch viel zu aggressiv ausgesprochen, aber Leute, muss mein Hals. Zu einem explizit hier Wohnenden zu gehen, um dann von dem angeboten zu bekommen, eine Schüssel Buchstabensuppe zu kriegen. Also müsstest du eigentlich noch krank sein. Das ist das Ding. Das Szenario ist sehr verzwickt, dass du als Japaner, glaube ich, in Deutschland wirklich Buchstabensuppe angeboten bekommst. Die würdest du in keinem Restaurant bekommen, willst du damit sagen. Das auch, genau. Also du müsstest schon auf sehr, sehr viele, also dein Weg wäre sehr, sehr verzwickt, bis du an dem Punkt ankommst, dass man dir eine Buchstabensuppe legt. Das heißt also, es besteht eine Möglichkeit, dass die großen Food-Leute in Japan gar nicht von der Existenz von Buchstabensuppe in Deutschland wissen. Wenn die das aber wissen würden, und die Japaner sind ja auch gerne mal, was Essen angeht, auch ein bisschen mehr verrückt als wir, ein bisschen versuchsfreudiger. Ich kann mir vorstellen, dass die daran wirklich ein Interesse gewinnen würden und dann irgendwann so lange so diese Ramen-Nudeln, die man ja kaufen kann, auch mal mit Buchstabennudeln drin sind und dicker also und größer. Und dann mit japanischen Schriftzeichen. Wie geil wäre das denn? Erstmal kriegst du das ganz einfach hin. Du nimmst einfach eine lateinische Packung, nimmst einen Fleischhammer und schlägst drauf. Zack, fertig, ja, japanische Schriftzeichen. Wow. Und da kommt wieder auch wahnsinnig. Wow. Ich mache mich doch nicht über die Rassen, über die Japaner lustig. Arabische Schriftzeichen nehmen? Muss man die zerkochen oder was? Ja, die Zahlen stimmen ja schon mal fast. Nein, ich stelle mir auch eher vor, dass das dann die Nudelsuppe, die japanische Nudelsuppe mit Buchstaben, auch eher miteinander kommuniziert und dann auch in der Lage ist, dir wirklich auch Nachrichten zum Beispiel darüber zu übermitteln, weil die Japaner technologisch gesehen uns so weit voraus sind. Das heißt, du machst ja die Nudelsuppe und du siehst dann zum Beispiel deine letzten Tweets, siehst du in der Nudelsuppe. Rahmen mit Bluetooth. Ja, zum Beispiel. Die Schüssel hat einen Bluetooth-Empfänger und ist in der Lage, die Buchstaben per Infraschall so zu sortieren in der Suppe, dass du halt Geschichten vorgelesen bekommst. Ich meine, es gibt sogar in Asien, gibt es bereits Nudelsuppenverpackungen, die sich selbst erhitzen können. Da ist dann irgendein reagierendes chemisches Element, das Hitze erzeugt und dann eben mal kurz deinen Becher aufheizt und dann die Flüssigkeit da drin kurz aufkochen lässt. Ich glaube, das ist ähnliches Prinzip wie der Fingerwärmer. Ja, aber ich noch immer nicht weiß, wie das Ding funktioniert. Da ist Flüssigkeit, da drin ist eine Metallplatte, du machst Klick und dann ist das hart. Magic. Mhm. Ja, aber irgendwie sowas gibt es nämlich auch da bei den Töpfen, bei den Bechern, die haben. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Ich glaube, deswegen ist das noch nicht hier. Ja, weil da bestimmt irgendeine EU-Richtlinie sagt, das kann nicht getrennt werden. Man weiß ja nicht, kommt das jetzt in die gelbe Tonne oder in den Rest? Ist das ein Fingerwärmer oder ist das eine Nudelsuppe, genau? Könntest du vielleicht jetzt beides benutzen, so ähnlich wie halt die KFC-Konsole. Ja, kannst halt auch für beides nutzen. Aber jetzt beantworte mir doch mal bitte die Frage, wo ist der genaue Unterschied zwischen Tee und Brühe? Zwischen Tee und Brühe? Ja. Tee ist auf Kräuterbasis ausschließlich. Ist das so ausschließlich? Ich habe einen Pfirsichtee gerade getrunken, der ist auf Pfirsichbasis. Tee ist auf Kräuter- und Fruchtbasis. Alles andere ist Suppe. Außerdem kochst du ja. Aber es gibt sowohl Brennnesselsuppe als auch Brennnesseltee. Ja, aber wer isst denn bitte Brennnesselsuppe? Ja, genau die verrückten Leute, die Brennnesseltee trinken. Ja,
Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Art der Zubereitung, weil du kochst ja bei einer Suppe eher aus. Das heißt, du lässt es blubbern und hast eine konstante Wärmezufuhr. Ja, und dabei kochst du das ja über eine Zeit aus. Während ein Tee zieht, das heißt, du nimmst erhitztes Wasser und fügst dann eben das Tee-Inkrement hinzu, damit es dann eben die Aromastoffe des Teebeutels oder des Tee-Eingabe-Elements absorbiert. Du bist gerade innerhalb von einem Satz so ein bisschen zwischen Informatik, also zwischen wissenschaftlichem Reden und auch zu esoterischem gewandert und so. Und drin hast du Exkrement gesagt. Ja, mit Absicht. Okay. Tee ist einfach nur ein Exkrement aus Kräutern. Ich frage mich aber, ob man nicht Brühe auch in Beutel verpacken könnte. Und dann, klar, warum nicht nur? Und dann einfach so Instant-Brühe im Teebeutel sich geben kann. Ich habe zum Beispiel gestern ist mir auf YouTube. Ich denke sofort ans Campen und so weiter, also an Festivals. Ja. Ne? Und da habe ich zum Beispiel etwas gesehen, falls wir dieses Jahr zusammen tatsächlich noch auf ein Festival fahren. Wird nicht passieren, aber red weiter. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn wir das nächste Mal auf ein Festival fahren, ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass mir auf YouTube sehr viele Sachen bezüglich Kochen und so weiter vorgeschlagen werden, ne? Weil ich ja nun mal so 3-4 Köchen folge. Das Problem ist, dass der Algorithmus ja noch nicht perfekt ist und mir deswegen, wenn ich wirklich alles durchgeschaut habe, das nächstbeste empfohlen wird. Und das ist hier und da mal ein Galileo-Beitrag. So, du kannst dich schon mal darauf freuen. Wir werden in unserer nächsten Folge, die wir von dem Festival aufnehmen, Sebi, Essen aus der Konserve mal zusammen live testen beim Aufnehmen. Hm. Und zwar habe ich einen Döner aus der Konservendose gefunden. Den werden wir uns dann schön geben. Oh, dann lass uns doch bitte auch diesen Burger aus der Konservendose bestellen und das ganze Whole Chicken aus der Konservendose. Das ist auch sieht immer sehr, sehr geil aus, wenn sie das aufmachen. Das machen wir. Oh ja. Das wird die große Schmatzshow. Aber es ist okay, weil weißt du, was wir einfach machen? Wir lassen den Bayer mitessen. Dann hört er nicht zu. Okay. Weißt du, genau. Ja. Der Bayer ist zufrieden, wenn er isst. Hat er leicht ein Sitzen, kriegt er was zu essen. Weißt du? Ja. Lass mal gerade noch kurz mal, ich will wieder politisch werden. Okay. Gut, letzte Woche ist ja hier Erdbeben, ne? Hier, was in Amerika passiert ist, ich glaube, darüber muss man gar nicht reden. Ey, ist auch so klar, ne? Am Dienstag nehmen wir auf und am Mittwoch und sagen, es ist noch nichts Schlimmes passiert, so was Neues. Und am Dienstag stürmen die Idioten einfach das Kapitol. Ja, wir brauchen, also an sich, ich glaube, es ist relativ klar, wie das gelaufen ist, ja, und ich glaube, wir brauchen auch nicht darüber reden, dass es wahrscheinlich anders gelaufen wäre, wenn das nicht rechtsradikale, verwirrte Spinner gewesen wären, sondern die vielleicht Hauptfarbe eher anders gewesen wäre. Oder aufgebrachte bürgerliche Minderheiten, die dann da eben, ne, aber als Reaktion darauf, das finde ich ja jetzt eigentlich viel interessanter, oder das Ergebnis des Ganzen, oder was jetzt halt rausgekommen ist, ist ja quasi, dass Twitter, Facebook, also alle größeren Social Media oder Internetplattformen die Accounts von Trump, also die privaten Accounts von Trump, gesperrt hat. Und Trump viel somit zu spät. Und Trump damit einfach keine Möglichkeit mehr der Kommunikation hat. Ja? Ich habe lange darüber nachgedacht, also persönlich, menschlich. Ja, du wolltest einen Account erstellen. Ja, ich wollte dann eigentlich die Real Funneled Dump machen, wo ich dann Guess Who's Back, also einfach mal gucken, wie viele Millionen Follower ich abgreifen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob man. Hat jemand mal geprüft, wie aktiv der Account von Melania in letzter Zeit ist? Weiß ich auch nicht. Da guckt man ja auch nicht nach. Es ist mir auch komplett egal. Ich habe Trump auch nicht gefolgt. Aber es ist trotzdem, also ich habe dann lange überlegt, ja gut, jetzt ist er nicht mehr da, aber er ist ja nicht weg. Ich finde es persönlich problematisch, und das ist jetzt auch eine persönliche Meinung, dass ein privates Unternehmen wie Twitter jemanden so stumm stellen kann. Was sagst du dazu? Mhm. Weil rein theoretisch hätte es ja auch andersrum mal sein können, ja? Weil was Twitter jetzt gemacht hat, ist, Twitter ist gewinnorientiert, ja? Das ist keine gemeinnützige Einrichtung, die sind gewinnorientiert und nicht staatlich, sind sicherlich an lokale Gesetze in den USA gebunden, aber sagen wir mal ehrlich, lokale Gesetze, lokale Geschmätze, ja? Das ist YOLO. Aber dass das Twitter hingehen kann und eine Person
solchen Grades dann einfach verstummen lassen kann. Weil die hätten genauso gut quasi, je nachdem wer bei Twitter zum Beispiel an der Macht gewesen wäre oder wer da als CEO sitzt, hätten sie die Opposition vielleicht stumm schalten können. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich persönlich finde es persönlich finde ich es gut, den Depp nicht mehr hören, dass der keine Plattform mehr hat, ja, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem, finde ich, gefährlich, dass halt private Unternehmen halt so eine Macht haben. Naja, also du darfst nicht vergessen, dass Trump ja überhaupt erst dieses Medium benutzt hat, um seine Macht zu steigern, weißt du, und damit auch die Macht dieses Mediums vergrößert hat. Also das ist ja schon ein Zusammenspiel gewesen. Das ist auch wahr. Trump hat sich dafür entschieden, seinen größten Teil seines verbalen Mülls halt auf Twitter rauszulassen. Dementsprechend. Und da bin ich auch der Meinung, ich meine, dass Böhmi da sehr stark dahinter ist, dass die digitale Welt hat einfach keine ordentliche Gesetzeslage, weißt du? Da kann man immer noch so gut wie machen, was man will. Und es gibt keinen Führerschein, es gibt keine Internetverkehrsordnung sozusagen, die sicherstellt, wie man sich im Internet zu verhalten hat. Und diese ganzen letzten 10 Jahre, diese ganze Meinungsmacherei, die jetzt in den letzten Jahren ja auch daraufhin geendet hat, mit, dass man sogar Wissenschaft und Fakten durch Meinung ersetzt und so weiter, weißt du? Ja. Da sieht man ja, dass wir im Internet sowieso, also dass wir dringend, das Internet schreit dringend nach solchen Regularien. Und die ersten Regularien sind nun mal die gewesen, dass man erstmal guckt, gibt es irgendwelche ethisch oder moralischen bedenklichen Sachen, wie zum Beispiel auf Facebook, ne, mit Hate-Posts, das hatten wir auch schon vor Jahren, Nazis auf Facebook, was dürfen sie machen, wann darf man sie anzeigen und so weiter. Und da musste Facebook ja auch eine eigene Lösung entwickeln und dafür wurden die ja auch immer wieder angefahren. Genauso Twitter. Also ich glaube, auf Twitter darfst du eigentlich so gut wie alles eigentlich machen, ne? Und die kommen jetzt. Nee, ich habe mal gehört, dass du auf Twitter alles möglich machst. Twitter hat auch seine eigene Porno-Ecke und so weiter. Social-Media-Posting-Bereich, wo man dann anscheinend seine eigenen Pornos und so weiter sharen kann. Naja, auf jeden Fall sind die, glaube ich, meiner Meinung nach sogar hinterher. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, von wegen so spät erst, weißt du. Die hätten ihn schon viel, viel früher rauskicken müssen. Also die hätten dem schon längst die Macht entreißen müssen, was das angeht. Dann ist es aber eine generelle Frage einfach, wie sollten Staatsoberhäupter oder Personen mit solchen Ämtern... Es ist scheißegal in dem Fall, ob das eine Staatsperson ist oder eine private Person. Der Typ hat ja wirklich so krass aggressiven Scheiß getweetet, dass er Leute wirklich zu Aufruhren und so weiter und dazu geführt hat, dass andere Menschen verletzt, ja, vielleicht sogar irgendwie, also wirklich, ich weiß nicht, ob getötet wurden, aber auf jeden Fall hart, ja, verletzt wurden. Es sind auch Leute gestorben, ja, und das ist, und da muss man einfach die Handbremse ziehen und zu sagen, irgendwie so, okay, stopp, dein Gelaber hier auf Twitter, also wenn ich Twitter-CEO bin, ne, und dem schreibe, sag ich so, ey, hör mal, Donald, dein Gelaber hier führt zu sowas, das wollen wir nicht, es gibt ja einen gewissen Business-Kodex, den man sich da ja auch setzt, weißt du? Twitter wurde ja auch erstmal erfunden, um eine Social-Plattform zu schaffen, das Geld kam ja später erst rein bei denen. Weißt du? Nichtsdestotrotz haben die ja eine Idee, hinter der die stehen, weißt du? Und wenn er nun mal die Idee, also gegen diese Idee arbeitet, dann ist es deren volles Recht, den rauszuschmeißen. Ich habe das nie verstanden, wenn Leute sich beschwert haben, irgendwie, keine Ahnung, wenn ein Admin einfach so jemanden kickt oder so, weißt du? Der Admin hat seine Meinung. Da kannst du auch ins Kölner Netzwerk gehen auf Facebook, wie oft sich Leute beschwert haben, dass sie rausgekickt wurden oder so. Und dann so, ich habe doch nur einen Post von der AfD geteilt oder so. Aber da steht in den AGBs oder in den Seiten der Seite steht dann sowas wie, wir wollen hier keine politische Scheiße haben und wenn du eine kriegst, wirst du gekickt. Ja gut, da ist es dann vielleicht, wenn du so AGBs hast auf irgendeiner Facebook-Seite oder einfach, ich sag mal, ein Dokument hast, wo festgehalten wird, was erlaubt ist, was toleriert wird und was nicht, ja. Aber gibt es sowas für Twitter überhaupt? Ja? Das ist nur von Twitter gestellt. Das ist Twitters eigene Meinung. Ja, gibt es denn einen Code of Conduct zum Beispiel bei Twitter, der sagt so von wegen hier, wir wollen keine rechte Scheiße auf Twitter haben? Gibt es das? Oder ist man jetzt einfach nur hingegangen und hat ihn einfach gesperrt, weil halt klar ist, dass der Chef von Twitter, also Herr Twitter, der ist ja benannt nach Twitter. Wer ist denn der Chef von Twitter? Den kennt man überhaupt Timo nicht, Timo Twitter. Timo Twitter. Weil er halt vernünftig ist und halt was gegen ihn hat.
Weißt du, mir geht es ja auch gar nicht darum. Also ja, es gibt, nicht, also es gibt die Twitter-Regeln. Ja? Ja. Und da steht sowas so wie Gewalt. Du darfst einer Person oder einer Personengruppe keine Gewalt androhen. So, allein schon der Tweet gegen Kim Jong-un, weißt du, ist damit, der hat eigentlich schon gegen ein ganzes Land damals Gewalt gedroht. Das ist stimmt. Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, er ist ein absoluter Extremist, ja. Gut, sexueller Missbrauch von Kindern zum Glück nicht. Missbrauch und Belästigung, hallo, Grabber by the Pussy. Hassschürendes Verhalten, du darfst keine Gewalt gegen andere Personen fördern, insbesondere nicht aufgrund deren Abstammung, der ethnischen Zugehörigkeit, der nationalen Herkunft, der Kaste, der sexuellen Orientierung, also des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der religiösen Zugehörigkeit, des Alters, einer Behinderung und immer weiter. Ja, von diesen ganzen Sachen, die ich gerade gelesen habe, hat er mindestens schon 5 Leute beleidigt. Allein diesen Hass, den er gegen Mexiko geschürt hat. Also ja, der hat definitiv gegen diese Regeln verstoßen und deswegen... Okay, wenn man es dann halt... Ja, es ist zu spät und wenn man es dann einfach mal so sieht, ganz neutral sieht, Trump ist ein Benutzer des Dienstes und hat sich dann auch dementsprechend an die Regeln zu halten. Ganz genau. Okay. Auf Twitter ist er kein Präsident. Da kann ich nachvollziehen. Ja, das passt ja auch alles. Ne? Trotzdem muss man ja mal überlegen, ich meine, in Deutschland funktioniert das ja irgendwie anders. Also die Kommunikation, ja, gehört es sich, dass oder dass dann eben so ein privater Dienst dafür zweckentfremdet wird, solche Nachrichten zu kommunizieren, rein generell. Müsste man da nicht vielleicht schon ansetzen, dass eben geregelt wird, dass offizielle Plattformen, sowas wie, keine Ahnung, ein persönlicher Blog von Trump, was weiß ich, aber aber warum wird das nicht genutzt? Ja, weil er doch eben dieser Medienjunkie ist. Mann, der ist doch gerade schön, im Hintergrund wird bei dir gerade alles rot. Du rentest gerade voll und im Hintergrund wird alles rot. Ich hab ein YouTube-Video, bei dem ich eingeschlafen bin, einfach laufen lassen und dann daraus wurde Battle of the Beans von okay. Vor einem Jahr oder so und da ist gerade roter Hintergrund. Ja, es ist schön. Ich habe ein bisschen Ambilight für dich, Sebi. Das ist doch ganz das Problem. Also ich meine, der Typ, der hat doch ist doch angeblich der am wenigsten arbeitende Präsident aller Zeiten, der irgendwie mindestens am Tag 3 Stunden lang Fernsehen guckt und so weiter. Und der ist, ja. Also ich glaube, wenn man, also es ist natürlich auch nur Hörensagen und so weiter, ne? Aber ich glaube, das, was ich verstanden habe, ist, Trump sitzt täglich zu Hause und guckt 3 Stunden am Tag RTL 2. Und ein bisschen Super RTL. Okay. Weißt du? Würde ich auch. Vielleicht ruft er noch täglich 3-4 Mal bei Tele5 an. Oder nee, was? Wie heißt der? Also, 9Live. 9Live, genau. So. Ja, ja. Ja, und sowas. Sagt, hey, E3 ist die Lokomotive, die andere. Ja, ich nehme das Ü. Döner. Ja. So. Nee, sowas. Also ich glaube, dass wir da, dass der Typ sich da wirklich auf diesem Niveau befindet. Und ja, und deswegen halt diese ganzen Established-Kanäle auch wirklich nicht nutzt. Ich bin ja dann aber auch der Meinung, wir haben einfach das Problem, es gibt keinerlei Regularien im Internet, ja, und wir müssen mittlerweile einfach auch mal einsehen, im Jahr 2020, das Internet ist einfach und da reden wir von dem Führerschein. Und jetzt gerade sind wir ja an dem Punkt angekommen, wo wir wirklich sehen, zu was das führt sonst. Wissenschaft wird hinterfragt, also Wissenschaft, klar, man darf von Thesen hinterfragen, aber man sollte halt dagegen arbeiten, aber nicht mit Meinung und es ist, im Internet ist es schwierig, für die meisten Leute ist es zu schwierig, zwischen einer Meinung und einem wissenschaftlichen Fakt zu unterscheiden, wenn sie auf eine Webseite gelangen, die denen irgendwelche Informationen gibt. Natürlich. Ich denke, ich sag mal die nächsten 10 Jahre voraus, das Internet muss in irgendeiner Art, ich sag mal nicht reguliert, aber betreut werden, ja. Sei es durch ein Code of Conduct, durch eventuell auch Gesetze, an die man sich halten soll. Und ich glaube, die einzige Organisation, die da die Macht zu hätte, das auch zu machen, ja, ich weiß gar nicht, ob es da schon was gibt, sind aber die Vereinten Nationen, wenn man das mal wirklich so auf den Punkt runterbringt. Die Vereinten Nationen wurden damals auch dazu gegründet, um halt den Weltfrieden herzustellen, um die Kommunikation zwischen den Völkern auf allen Ländern zu bekommen und auch zusammen eben sich hinzusetzen und zusammen sich Regeln zu bestimmen, wie zum Beispiel die Menschenrechtskonvention oder keine Ahnung was. Warum setzen die sich nicht hin und bestimmen quasi den Internetknigge, sag ich mal. Ja? Weil das wird das Problem sein, dass das irgendwelche alten weißen Cis-Männer sind, die das dann irgendwie entscheiden wollen. Meine Meinung ist, eine Möglichkeit, die tatsächlich funktionieren könnte, wäre, wenn, also die
am ehesten funktionieren könnte, wäre, wenn solche Organisationen, ja, wie die Vereinten Nationen, auch einfach mal checken, dass sie Sachen nicht wissen, weißt du, und sich dann irgendwas jemanden zu Rate ziehen. Und da denke ich nämlich tatsächlich an Whiteheads und zum Beispiel den CCC. Ja, aber der CCC ist ja auch dann wieder sowas Deutsches, was weiß ich gar nicht. Deswegen sage ich ja Whiteheads. Es gibt ja genug Whitehead und Redhead Conventions, weißt du? Das sind ja alles eigentlich Whitehead. Erklär doch unseren Zuschauern mal, was das ist. Naja, wenn du Hacker bist, ja, wenn du denkst, du bist Hacker, dann hast du im Grunde genommen erstmal zwei Optionen, wenn du schwarz-weiß denkst, entweder bist du ein Blackhead oder ein Whitehead-Hacker. Der gehen wir mal davon aus, du bist Hacker und du gehst in die, ganz klassisch wie in Hollywood, in die Lobby eines großen Unternehmens mit einem Notebook und setzt dich hin und fängst an zu hacken, ja? Der Blackhead-Hacker hat sich jetzt irgendwelche Daten geklaut, um sich selbst zu bereichern. Der Whitehead-Hacker hat einen inneren Drive nach Sicherheit im Internet, hat diese Lücken gefunden, geht zu dem Chef hin und sagt, ey, ich habe hier diese Lücken für dich gefunden, gib mir Geld, dann repariere ich das für dich. Hm. Oder vielleicht gib mir nicht mal Geld, sondern ich habe es einfach für dich repariert. Also je nachdem, wie krass altruistisch der Hacker ist. So, aber nun ist das nun mal so, dass sich viele dieser Whiteheads immer wieder zu Conventions treffen, um sich natürlich auch noch Wissen auszutauschen und so weiter, wie zum Beispiel in Deutschland ja auch der CCC. Und einfach nur, um dieses Wissen zu teilen, um gewisse Schwachpunkte zu finden, um zu gucken, was ist vielleicht auch nicht richtig und so weiter. Ne? Gibt ja so krasse Conventions auch in Las Vegas, wo dann irgendwie so ein Typ zeigt, wie er am besten mit seinen gestohlenen Mac wiedergefunden hat und so weiter. Mhm. Schöne Geschichten teilweise. Auf jeden Fall, diese Leute, das ist die absolute Expertise, was das Internet angeht, und das sind die Leute, die das aus einem Drive machen, der meistens nicht finanziell ist, weißt du? Mhm. Dementsprechend können sie nicht unbedingt abgeworben werden, sondern die machen das auch wirklich in der Freizeit. Das heißt, deren Motivation ist nicht unbedingt geldgebunden. Dementsprechend kann jetzt nicht irgendwie jemand kommen, wie Trump, der ein Business hat, der angeblich Geld hat, obwohl er ja keine Steuern zahlt, der dann sagt, ey, ich kaufe die mir einfach ein und die machen das so, dass ich wieder twittern kann, weißt du? Und diese Leute leben und atmen einfach eigentlich die Architektur des Internets und der sozialen Medien, dieser ganzen Plattform und so weiter. Und das sind die Leute, die, glaube ich, meiner Meinung nach am ehesten in der Lage sind, zu entscheiden, wie schaffen wir eigentlich klare Verhaltensstrukturen im Internet. Weil das Internet ist nicht eins, also du kannst den digitalen Raum nicht 1:1 mit dem analogen Raum so spiegeln. So, und das ist mein Plädoyer für den CCC. Wenn in Deutschland, ganz ehrlich, ich verstehe immer noch nicht, warum kein Minister für die Digitales vom CCC gestellt wurde. Sondern einfach sagt von wegen, Digitales ist Infrastruktur, das kann ja auch der das kann der Autos machen. Das kann ja genau das. Und das ist totaler Bullshit. Ja. Und stattdessen, ja, wir haben so eine Expertise hier, weißt du? Ich erwarte ich langsam, heute, dass irgendeiner von denen ich, mal langsam... Ich habe heute von einem Hack gelesen, üble Sache, und zwar gibt es digitale Keuschheitsgürtel für Männer, das heißt, du stülpst dir was über deinen Penis und das Ganze kann dann über App gesteuert werden. Die Frau oder der Partnerin hat dann eben eine App, mit der halt dieser Gürtel gesteuert werden kann. Das Problem ist halt, ja, das liegt auf irgendwelchen chinesischen Clouds und wurde halt gekapert. Das heißt, da hat irgendein Hacker tausende Penisse quasi gekapert. Au! Und kam halt, ja... Und Nee, aber die Leute mussten Bitcoin zahlen, damit sie quasi freikommen. Das finde ich grandios. Selber schuld. Schuld, Leute. Wookie. Ja. Ich habe drei Fragen an dich. Ja, stell mir doch mal eine. Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Ich freue mich übrigens gleich auf meine Suppe. Es liegt mir schon in der Nase. Das ist übrigens das Tolle daran, wenn man eine Mandelentzündung hat. Das ist eine der Entzündungen, wo man nicht unbedingt Fieber hat und dementsprechend bleibt der Appetit.
Okay. Und das ist gut. Also ich werde sie nicht scharf machen, weil das wird wehtun, aber so Suppe kann ich essen. Ja, aber das Coole an so einer Erkältung, an so einer Grippe ist doch einfach mal, dass du einfach mal so 3 Kilo abnimmst. Das ist doch quasi... Nee, ich werde ja trotzdem, ja, ich esse ja gesunde Suppe dann, ne? Also es ist ja auch, es stimmt schon, aber oft hast du auch einfach, wenn du Fieber hast, keinen Appetit. Ja, das sparst du dir einfach mal 3 Monate Fitnessstudio. Ich lieg trotzdem lieber krank im Bett und hab Hunger. Na gut. Wookie. Ja. Was war denn die höchste Ausgabe, die du am Ende bereut hast? Die höchste Ausgabe, also finanziell? Ja. Ja, oder körperlich, keine Ahnung. Aber ja, bleiben wir mal finanziell. Das müssen so um die knapp, ja, 3200 Euro sein. Was hast du dir dafür gekauft? Eine IKEA-Küche. Die Schränke sind okay. Sie sind okay. Sieht auch schick aus. Aber den Stress, den ich dadurch hatte, ne? Diese vielen Kleinigkeiten. Es fing an mit, dass die Dunstabzugshaube nicht richtig funktioniert. Ich daraufhin dahin gehe, sie reklamieren will und die sie mir sagen, ja, zum Setup passt die auch nicht. Okay, können sie mir dann irgendwie die austauschen? Ja, sicher, kostet sie dann halt nur was. Ich so, was kostet mich das denn? Ja, einmal den Unterschied, den preislichen Unterschied zu der günstigen Variante, die sie haben und natürlich den Einbau. Ich so, okay, nee, das möchte ich nicht. So, zweite Sache, die fängt schon an zu rosten. Eine Dunstabzugshaube, die anfängt zu rosten. Das macht keinen Sinn. So, drittens, beim Einbau hat die Tischplatte nicht gereicht von der Länge her, haben sie mir also durchgeschnitten und ich habe jetzt einfach so einen 10 cm direkt am Beginn meiner Küchenzeile, hab ich so, nach 10 cm ist so ein fetter Cut einmal durch meine Tischplatte, die dann irgendwie einfach nur mit Silikon beklebt wurde. Dann, beim Einbau, waren da acht Stunden lang 3 Installateure, die kein Deutsch und kein Englisch sprachen. Der vierte, der gesteuert hat und mit mir sprechen konnte, ist immer wieder abgehauen und hatte aber währenddessen immer ein Bluetooth-Headset im Ohr und hat mit irgendwelchen Leuten gesprochen. Die haben mich herumschikaniert tatsächlich in meiner eigenen Wohnung, wo ich die am liebsten eigentlich fast schon rausgeschmissen hätte, weil die so unhöflich waren. Und dann kommt er hin und sagt mir von wegen, er könne mir doch mein Herd nicht anschließen, weil dafür bräuchte ich noch einen extra Verteilerkasten oder so, den er mir da anschließen muss, den ich aber von ihm kaufen kann. Und ich so, okay, haben Sie einen Kartenglied? Nee, nur bar. Und ich so, bräuchte ich aber eine Rechnung? Nee, wollte mir auch keine Rechnung anbieten. Also nochmal verkehrt, lustigerweise ist mein Vermieter Elektriker. Der hat das dann übernommen. Ich sagte so, nee, können Sie mal schön liegen lassen, ich mache das selber. Und so weiter. Und nur solche Sachen. Und das war meine Erfahrung mit der IKEA-Küche. Habe ich das nicht schon mal in einem Podcast erzählt? Nee, glaube ich nicht so exzessiv. Aber das hört sich auch ein bisschen an, als gerade du als küchenaffiner Mensch, der die Küche natürlich sehr auch häufig benutzt. Ja, es gibt, ich glaube, eine IKEA-Küche reicht für den Single-Mann, der die Küche dazu nutzt, um sich Nudeln mit Ketchup zu kochen. Ja, ist halt Fläche, ne? Ja, aber ist halt... Also ja, die Mikrowelle ist scheiße, der Ofen ist scheiße und die Herdplatte ist auch scheiße, ja, stimmt. Ich glaube, ein Ding, wo man halt nicht sparen sollte, man kann an der Couch sparen, ja, man kann am Boden sparen, aber an einer Kücheneinrichtung sollte man nicht sparen, weil das ist das im Endeffekt, wo du auch einen Großteil deiner Zeit verbringst, ja, und du dich nur ärgerst. Ich glaube, auf dem Boden verbringst du noch mehr Zeit, Sebi. Auf dem Boden der Tatsachen vielleicht. Nee, warum sollte ich auf dem Boden Zeit verbringen? Gerade habe ich meine Füße auch auf dem Stuhl. Ja, und wo steht der Stuhl drauf? Ja, auf dem Boden, aber das ist mir doch egal, wie der Stuhl sich fühlt. Ja, vielleicht hast du recht, aber 3000 Euro war für mich tatsächlich schon, war für mich viel Geld, das ich investiert habe für eine Küche. Das stimmt auch. Ja, ja. Ja. Und gerade in einem Single-Haushalt ist es ja nochmal die Sache, dass du in einem Single-Haushalt, ist ja nicht das Endziel, ne? Irgendwann willst du ja nicht mehr alleine wohnen. Weißt du? Irgendwann willst du mal die Küche teilen, ja. Ja, irgendwann eben. Willst du mal jemanden haben, der deine Küche für dich benutzt. Nee, irgendwann möchte ich jemanden haben, der mir die Küche putzt, damit ich... Nein, okay, Quatsch. Aber irgendwann will ich ja nicht mehr alleine leben wollen, weißt du? Und ich glaube, dass ich dann erst wirklich... Ich glaube, dann werden bei mir die ganzen Fesseln gelöst sein und dann werde ich wahrscheinlich 5-stellig in dem Küchenbereich ausgeben. Kann man doch. Aber vorher will ich das halt noch nicht, weißt du? Ja, ja. Und ich sag nur, elektromagnetisch und so. Schön. Induktion. Ja, soweit, ja. Aber nee, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall die teuerste Ausgabe, wo ich im Nachhinein gedacht hätte, hättest du mal 500 Euro mehr drauf gezahlt, hättest du, glaube ich, auch ein Küchenstudio.
Anfragen. Wahrscheinlich. Deswegen. Ja, ja, da kriegst du, da kriegt man schon was für. Ja. Tja. Na, IKEA halt. Muss man aufpassen. IKEA kann nicht mehr als Billy und Hotdog. Expedit war eigentlich auch immer okay, aber im Nachhinein sieht es auch scheiße aus, ne? Ich habe jetzt auch 5 Expedit-Regale hier irgendwie stehen. Die sind halt noch da, weil halt Sachen drin sind. Aber naja. Ich gucke mich gerade im Wohnzimmer um und mir fällt gerade auf, ich habe gar keine IKEA-Möbel im Wohnzimmer. Geil. Naja, bis auf den Lacktisch. Aber der zählt nicht. Na, ein bisschen. Wenn was zählt, dann halt ein IKEA-Lacktisch. Na, ist das der moderne Kacheltisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine andere Art von seltsam. Nee, der Kacheltisch ist schon der Hartz-IV-Luxustisch. Weil der wird ja auch vererbt, ne? Die sind ja auch schwer. Der wird vererbt, groß. Oder du musst ihn halt vom Sperrmüll holen. Aber ich habe mal in der Wohnung gelebt mit einem Kacheltisch. Ja, ich weiß, ich habe an diesem Tisch auch getrunken. Schön, ne? Wookie. Ja. Die zehn Gebote werden durch ein weiteres ergänzt. Was ist das 11. Gebot? Du sollst beim Aussteigen aus der Bahn nicht stehen bleiben. Ja, sehr spezifisches Problem, aber ich hasse diese Menschen, die erstmal aus der Bahn aussteigen, eigentlich in der Tür stehen bleiben, um sich umzugucken. Ja, aber die müssen doch wissen, wo sie hingehen wollen. Ja, können sie aber erstmal weiter rausgehen. Also, die wissen doch, dass hinter denen mindestens noch 5 weitere Leute stehen. Tja, dann kann man erstmal sagen, vielleicht sind diese Menschen einfach nur asozial. Ja, eben. Ja, aber auch Menschen, die morden. Oder vielleicht denken sie nicht nach. Asozial, Sebi. Ja, also Menschen, die aus der. Deine Aussage ist quasi, Menschen, die aus der Bahn steigen und stehen bleiben, sind auf einer Stufe wie Menschen, die morden und klauen. Nicht ganz. Nicht ganz. Und die Frau des Nächsten begehren. Genau. Mhm. Was ist denn ein gutes 11. Gebot? Du sollst teilen. Du sollst nicht das andere Passwort Menschen, deines Internets. Du sollst andere Menschen nicht verurteilen anhand von Dingen, für die sie nichts können. Ist das nicht irgendwo in diesem anderen Paragraph? Was sind denn die 10 Gebote? Seit wann haben die Gebote noch Paragraphen? Weiß ich nicht. Paragraph untergesetzt, Strafgesetzbuch, 10 Gebote. Gebote. Wow. Gebote. Sie geht jetzt ins Hamburgerische. Die 10 Guck Gebote. Hast du ein bisschen zu viel NDR geguckt die letzten Tage, ne? Vielleicht. Gestern eine halbe Stunde. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Das heißt, du darfst dir nicht vorstellen, wie ein Fisch aussieht. Nein, du darfst Gott nicht, dir Gott nicht bildlich vorstellen. Ah. Ich hab ihn als Kind andauernd gemalt. Du sollst dir keinen Götzen malen. Weißt du? Das heißt, die Simpsons das mit goldene, einem... Das goldene Kalb. Oder ja. Wie ein Dogma. Die Kuh, die goldene Kuh. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Ja, es gibt keinen Gott außer mir. Okay, außer Belafarinrod. Richtig. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das heißt, Himmel, Gott nochmal ist falsch, das darf ich nicht sagen. Oder Gottverdammt, ja. Gottverdammt. Gedenke des Sabbat, halt ihn heilig. Ich habe keinen Sabbat, was mache ich denn jetzt? Hast du doch, das ist ein Sonntag. Na, aber, ja. Na gut. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag. Ich arbeite nur 5 Tage. Ja, das heißt, du könntest sozusagen für jemanden, der am Sonntag arbeiten muss, sogar den religiösen Dienst übernehmen. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht. Immer du sollst nicht. Warum steht da nicht, du darfst nicht? Ja, du sollst es nicht. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Ist das nicht das, was du meinst? Du sollst nicht lügen. Meinst? Ja, aber ist das nicht auch, du sollst nicht... Nee, es ist ja falsch gegen einen aussagen. Also du darfst nicht lügen, ist das. Du sollst nicht jemanden verurteilen anhand von Spezifika, für die diese Person einfach nichts kann. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel. Sehr, sehr, sehr spezifisch, ne? Ich finde es sehr spezifisch und auch die Reihenfolge. Frau, Sklave, Esel.
Vor allem in der Gegend, wo die Steine geschnitzt wurden, ne? Mhm. Da muss es doch auch Kamele gegeben haben. Sind die dann außen vor? Vielleicht. Ich habe mir letztens, nach Weihnachten, habe ich mir das Leben des Brian auf Netflix nochmal angeguckt und habe dann festgestellt, dass ich das Leben des Brian noch nie auf Englisch geguckt habe. Und dass der tierisch lang ist, der Film, ne? Erstmal ist der tierisch lang. Der ist richtig lang. Der ist auf Englisch einfach nochmal viel lustiger, vor allem, weil die jüdische Volksfront, die am Ende kommt, stelle ich dann erst fest, dass es eine Verarsche Deutscher sind, weil das, die haben ja eine kleine, ein kleines Hitlerbärtchen und haben alle einen deutschen Akzent in der im Original. Es ist lustig. Ja, die lohnen sich auf jeden Fall echt, alle mal auf Englisch geguckt zu werden. Ich habe auch heute, in der Mittagspause habe ich mir eine Simpsons-Folge angeguckt, irgendwas fünfte Staffel, Folge 19 bin ich gerade, das ist die Folge, wie Bart die Schule schwänzt und dann sieht, wie der Kellner den Unfall hat im Anwesen von Quimby mit der Suppe. Ah, Suppe. Genau. Suppe. Und ich hab mir dann den Spaß mal gemacht, habe es auf Englisch angehört, ja, da war auch, die reden nicht über Soup, ja, ich habe gedacht, die reden über Soup, sondern irgendwas anderes. Ich habe wieder vergessen. Auf jeden Fall war da aber auch der Witz darin, dass es halt unterschiedlich ausgesprochen wurde. Ja? Und dann habe ich mir das Ganze mal französisch angehört. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil die haben das Französisch Identische sprichst. Gesagt. Nee, die haben das Identische. Ich verstehe ja mal. Ein bisschen Französisch. Qu'est-ce que c'est? C'est une soupe. Keine Ahnung. Ja? Oui, aber, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Gérardmont. Aber das ist auch so Alltagsrassismus. C'est bon, c'est bon, Gérardmont. aber der Wortlaut des Wortes, um das man sich da gestritten hat, war identisch. Ja, aber das ist auch so eine Wahrnehmungssache, glaube ich immer. Es gibt, liebe Grüße an Pia erstmal, die Frau von Bayer, die ist ja Sinologin, ne? Und ich habe mit ist Tom Cruise auch, oder? Nein, der ist Scientologe. Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt ein chinesisches Gedicht, das im Grunde genommen irgendwie 27 Mal dasselbe Wort nutzt, es aber mehrmals verschieden ausgesprochen wird und deswegen ist es dann irgendwie sowas wie der Tiger läuft über den Berg oder so. So ist es. Aber im Grunde genommen ist es so ein Schä. Das Problem ist aber, ich habe gar kein Gehör dafür, anscheinend. Also habe ich nicht, definitiv nicht, um diese unterschiedlichen Nuancen in der chinesischen Sprache überhaupt zu erkennen, weißt du? Also wann ist es ein Sch, keine Ahnung. So, und ich glaube, dasselbe Problem hast du, auf das stoßt du jetzt gerade bei diesem französischen Wort, dass es sich nicht unterscheidet. Das ist sowas wie mit den Stieß, weißt du? Für dich klingen die Stieß wie normale Franzosen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Alternative Theorie, die wahrscheinlich sehr wahrscheinlicher ist, die Franzosen haben keinen Humor, den Witz im Original einfach nicht verstanden. Das wäre Übersetzer, ziemlich Meta. Und der Übersetzer saß da einfach und liest halt einen Witz im Drehbuch von wegen Quimby sagt Soup. Und Französischer sagt Soup. Das wäre ziemlich Meta, wenn sie es einfach verkackt hätten. Ja, wenn sie einfach so, ach, hier war ein Witz drin. Oh, haben wir gar nicht mitbekommen. Nee, wir haben es einfach nur blöd abgetippt. Ein Praktikant hat bei uns die Folgen geschrieben. Genau. Und da steht sich raus, alle französischen Simpsons-Folgen sind einfach ohne die Witze. Vielleicht sind die Simpsons auf Französisch einfach absolut nicht witzig. Ich würde gerne wissen, wie Peter Griffin auf Französisch lacht. Der macht immer, macht er auf Französisch so, Ach, Franzosen, lustige Menschen. Wookie. Ja. Okay, in meinem Kopf gehe ich noch viel weiter, aber ich möchte das nicht aufnehmen. Wookie, ja. Welches Filmuniversum wäre das schlechteste, um darin wirklich zu leben? Matrix. Ja, 12 Monkeys. Ist ungemütlich. Mad Max. Alle möglichen Dystopien eigentlich. Ja, aber die sind doch alle versorgt. Ich meine, die müssen alle ums Leben kämpfen, aber die werden ja... Hast du mal Mad Max geguckt? Ja, das ist doch das in der Wüste mit den Autos. Ja. Ja. Mehr habe ich nicht im Kopf. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Okay, ich lasse mal, glaube ich, alle Dystopien weg, weil Dystopien sind einfach zu eindeutig. Okay, warte mal. In der Truman Show zu leben wäre ziemlich scheiße. Wenn du es wüsstest oder wenn du es nicht wüsstest? Also wenn weil ich Truman ging es ja sehr, sehr gut, als er es ja, aber wenn wusste. Ich Truman wäre, würde ich das ja irgendwann, wie sich rausstellt, rausfinden.
und ich würde das ziemlich scheiße finden. Wobei er echt noch fair damit umgegangen ist. Ich würde gerne Truman Show 2 sehen, weißt du? Das ist dann ein Anwaltsfilm dahinter. Wo dann die große, so John Grisham-mäßig, weißt du, einfach nur so ein großes, so ein Anwalt einfach zusammen mit Truman dann einfach die Truman Show verklagt und so weiter. Ich glaube, Truman 2 würde viel mehr darum gehen, dass Truman in der realen Welt überhaupt nicht klarkommt. Und sich weil es lange nicht mehr die 50er sind, ne? Richtig, und sich danach dann halt sehnt, wieder zurückzukommen. Aber dann ist ja Truman eigentlich fast schon wie Captain America 1. Weil er am Ende ja auch in New York landet. In New York landet und ja. Und ach ja, und dann überfordert ist, dass es Handys gibt. Richtig, richtig. Okay. Also, ja, aber so, also wäre ich Truman, wenn ich scheiße finden, wenn ich dort arbeiten würde, würde ich es moralisch nicht in Ordnung finden. Und ich würde es widerlich finden, wenn ich außerhalb von der Truman Show wäre und zugucken müsste, dass irgendein Mensch so gefilmt wird. Aber es ist auch, also wie gesagt, es ist halt alles nicht so dramatisch wie Dystopien, weißt du, aber lass mich noch ganz kurz überlegen. Ich glaube, es würde ziemlich scheiße sein, in der Star Wars Welt zu leben, ehrlich gesagt. Du hast nämlich Moment, leben wir nicht in der Star Wars Welt? Nee, noch nicht. Aber im Moment, es spielt doch erstmal in der Vergangenheit, oder? Nein. Doch, Star Wars spielt doch in der Vergangenheit. Wie kommst du denn darauf, dass es in der Vergangenheit spielt? Steht da nicht irgendwann a long, long time ago in a galaxy far, far away am Anfang? Naja, aber dennoch. Ich dachte, das ist der ganze Clou dahinter, dass es in der Vergangenheit spielt und wir auf der Erde einfach nicht. Aber wir sind doch noch lange nicht an dem technologischen Punkt. Also für uns ist es, auch wenn es in der Vergangenheit dort spielt, ist es für uns immer noch die Zukunft. Technologisch betrachtet, gesellschaftlich betrachtet. Mhm. Oder glaubst du, dass sich Jedis und Imperium in unsere Sachen entwickeln werden? Also erstmal ist das Ganze ja nur Fantasie. Ich bin eher davon ausgegangen, dass wir auf der... Spielt die Erde in Star Wars eigentlich irgendeine... Gibt es da einen Erdling? Nein. Nein, die Erde spielt überhaupt keine Rolle da. Das heißt, es kann irgendwo... Ich glaube, es wurde nie irgendwie behauptet, dass Luke Skywalker ein Mensch ist. Er sieht halt für uns nur aus wie ein Mensch, aber... Ja, kann ja sein, ja, aber also trotzdem... Wir können sogar davon ausgehen, dass die Spielfiguren, die damals erzeugt wurden, ohne Geschlechtsorgane, vielleicht sogar richtig repräsentieren. Vielleicht. Ja. Ja, aber trotzdem, ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, Star Wars spielt quasi in der Vergangenheit und wir auf der Erde haben einfach nichts davon mitbekommen. Weil wir halt auch nicht... Naja, aber wenn wir so davon ausgehen, dann wird ja irgendwann werden wir uns so weiterentwickeln, dass wir auch so einen Punkt erreichen, weißt du, Interstellar wie sagt man denn, mit anderen Aliens zusammenleben. Interunivers. Interastral, keine Ahnung. Egal, du weißt, was ich meine. Und ich hoffe, die Zuhörer auch. Ja, es ist ein doofes Beispiel, aber wie gesagt, es ist am einfachsten ist es zu beantworten, jede Dystopie, weißt du? World War Z. I Am Legend. Der Pepsi. Der hat einen tollen Hund. Nee, hat er ja nicht. Ja, den muss er am Ende umbringen. Traurigste Szene ever. Okay, hast du gesehen. Okay. Ja, klar. Gut. Was ist mit... Ich glaube, im X-Men-Universum zu leben wäre auch scheiße, wenn du keiner bist. Ja, aber dann gibt es doch, wenn es die X-Men gibt, dann gibt es doch auch Tony Stark. Richtig? Ist doch alles das Gleiche. Ja, also nee, ich habe jetzt extra das X-Men-Universum explizit genommen. Das Fox-X-Men-Universum. Ja, wenn wir das MCU nehmen. MCU genauso scheiße. Du willst nicht im MCU leben, wenn du nicht irgendwie von der Spinne gebissen wurdest oder sonst was. Es ist vollkommen okay, solange du kein Amerikaner bist. Weil ich meine, du hast wahrscheinlich... Die Aliens fallen eh nur Amerika. Die gehen immer nach New York oder San Francisco. Aber hast du Age of Ultron nicht gesehen? Ja, da waren sie in London. Aber London ist ja auch nicht mehr in der EU. Nee. Ach nee, Age of Ultron war, wo waren die denn da? Moment, wo waren sie in London? Tor war London. Tor 2 war in London. Tor 2 war in London, ja. Aber in Berlin... Tor 3 ist in Norwegen, ne? Ja, und dann war der Leipziger Flughafen. Ja, aber genau. Leipziger-Berliner Flughafen. Nee, Frankfurt. Frankfurt und Leipzig oder so wurden zusammengemischt, ne? Ja, wer will denn bitte vom ne? Naja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, wenn du kein Superheld bist, willst du, glaube ich, in dem Superhelden-Universum nicht leben. Ich würde nicht gerne im Universum von Harry Potter genauso.
Du willst kein Muggel sein. Du willst nicht wissen, dass du ein verkackter Muggel bist und was anderes möglich wäre. Weißt du doch nicht. Ja, aber du willst ja nicht. Als Muggel weißt du doch nicht, dass es die anderen gibt. Nö, als Muggel bist du erstmal nur nicht zauberstimmig. Ja, aber du weißt ja, dass es Zauberer gibt. Du bist ein Muggel, wenn du der Zauberkunde nicht fähig bist. Bist du, aber weißt du denn, dass dass es Zauberer gibt? Naja, die Eltern von Hermine wissen zum Beispiel, dass sie Muggel sind. Ja, aber wissen sie denn, also dass Hermine ein... Also bis kurz vor Schluss, ich will jetzt nichts spoilern, wissen aber die denn, Hermine dass, macht, wissen die denn, macht einen Amnesiezauber auf ihre Eltern. Ja, aber wissen denn Hermines Eltern, dass Hermine Zauberer ist? Ja, na sicher. Nein, sie ist Hexe. Ja. Das ist ganz komisch in Harry Potter übrigens getrennt. Das ist eine Schule für Zauberei und für Zauberer und Hexen oder so. Das heißt, es gibt keine Zauberer. Warum gibt es keine Zauberin und kein Hexer? Es gibt doch auch einen Hexer. Hexer. Ja. Ja, Harry Potter, der Hexer. Ich dachte immer, der Zauberer ist gut und der Hexer ist böse. Kann man sagen, Harry Potter ist ein Zauberer und Voldemort ist ein Hexer. Eigentlich schon, ne? Voldemort ist ein Warlock. Sowas, genau. Hm. Ja, naja. Aber ja, also die Eltern wissen explizit, dass ihre Tochter auf eine Zauberschule geht, weißt du? Du bist dann, glaube ich, ich glaube, die haben dann so einen Kodex oder so. Oder wie gesagt, da könnten wir auch wieder gewisse Damen in unserem Freundeskreis fragen nach ihrer Expertise, die das geatmet haben. Ich habe beim Harry Potter Quiz nur 9 von 10 Punkten geschafft. Ja, aber reicht auch, dass ich das nochmal gucken muss, dann nämlich. Aber ich meine, dass die Eltern das zum Beispiel wissen. Und die haben bestimmt irgendeine Sonderklausel oder so unterschrieben, von wegen, dass sie das nicht verraten. Blablabla. Bla, bla. Mhm. Weißt du? Weil sie, wie sollen sie ja sonst erklären, dass die Tochter da mit irgendwelchen alten Alchemiebüchern da rumsteht, weißt du? Und irgendwie nach einem Stein aus einer Ziege riecht noch. Harry Potter spielt in den 80ern, oder? Irgendwo ja, ja. Ja, deswegen hat er kein Handy. Ja, und deswegen haben wir keinen Brief von Hogwarts gekriegt. Die Hälfte der Filme kannst du dadurch einfach machen, wenn es Handys gäbe. Als wir geboren wurden, da war gerade der Krieg. Stell dir mal vor, den Film E-Mail für dich. Stell dir mal vor. Ja. Nur statt E-Mail für dich spielt die ganze Zeit vor Computern, weil sie da E-Mails schreiben. Stell dir das mal vor, die hätten einfach Smartphones. Ja, wenn E-Mail für dich einfach so mit ICQ. Ja. Das reicht ja schon. E-Mail für dich mit ICQ ist ein viel kürzerer Film. Tinder für dich. Fertig. Ja. Penisbild, vorbei. Das wäre eigentlich meine gute Idee. Liebes Cineplex und Cinenova, ne, wenn ihr demnächst, wenn Corona vorbei ist, wieder aufmachen dürft und richtig Kohle einsacken wollt und eine coole Kampagne braucht, fragt uns doch einfach an. Wir schreiben euch Drehbücher für Filme aus der Vergangenheit, die mit neuer Software und Hardware funktionieren. Sowas wie E-Mail für dich mit Instant Messaging. Untergang mit Twitter. Genau, und dann machen wir einfach so 30-Sekunden Sachen draus, die man dann einfach so vor einem Film einfach mal als lustige Kampagne setzen kann. Ja. Wir sind für euch da, wenn ihr gut Twitter bezahlt. Als lustige Kampagne. Boah, den würde ich sehen. Hitler im Führerbunker, der zum Sturm auf. Und das kommt mir gerade bekannt. Sagen wir so, Hitler hätte sich. Wenn Hitler damals. Also, die Frage, ob Hitler mit einem U-Boot nach Argentinien abgehauen wäre, ne? Hätte sich sehr schnell erübrigt, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte. Weil, wenn da irgendwo standen hätte, gesendet aus meinem U-Boot, weißt du? Ja. Naja. Ja, das waren meine 3 Fragen. Echt? Ja, bist du zufrieden? Ja, hast du sehr gut gemacht. Gut, hast du dir selber erarbeitet? Teilweise. Welche von denen hast du dir selber ausgedacht? Ich gehe davon aus, dass 2 aus Reddit sind und eine hast du dir selber ausgedacht. Die mit den 10 Geboten habe ich mir selber ausgedacht, weil ich sehr bibelfest bin. Mhm. Nicht schlecht, finde ich. Ja. Ja, und sonst so? Ich muss hier mal aufräumen. Das dürfen wir nicht sagen, das ist eine Rubrik vom Dirk. Ach so. Und was geht sonst? Ich muss ja auch aufräumen, Sebi, aber da will ich gar nicht drüber reden. Lass uns doch einfach noch schnell über die 3 Dinge reden, weil danach würde ich mich nämlich wieder ins Bett legen wollen. Alles klar. Die drei Dinge. Und zwar kam ich heute auf super 3 Dinge, wo ich dachte zumindest, sie wären voll super. Wo ich dann auch dachte, ach, der Wookie, das ist so einer, dem gefällt das Thema voll. Und zwar waren das die 3 TV-Sportereignisse, an die man sich sofort erinnert. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es lag einfach nur daran, dass ich gestern Abend nach Lampedusa noch kurz Eishockey geguckt habe und das einfach noch ein richtig cooles Spiel war, weil die Haie 3-1 zurücklagen und innerhalb der letzten Minute noch einen Ausgleich geschossen haben. Also es war richtig, war krass. War jetzt nicht der Sportmoment schlechthin, aber das war wieder so ein Ding, wo ich dann sagte, boah, cool. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, okay, jeder von uns hat so 3 Sportmomente oder ja, 3 Sachen, an die man sich erinnert, weil die einfach so geil damals waren, dass man da geblieben ist.
Möchtest du anfangen? Ich kann anfangen, ja. Und zwar, ich glaube, ich fange rückwärts an, weil es ist leichter, weil dann klaust du mir nämlich nicht so die Sachen. Ich gehe mit dem offensichtlichsten, und zwar mit der WM 2014. Habe ich nicht. Ist war cool. Wahrscheinlich, oh, das ist cool. Das war wahrscheinlich, war eigentlich die coolste WM, wahrscheinlich, weil wir im Nachhinein auch gewonnen haben und so weiter, ne? Aber die war schon ziemlich epochal. Also zum einen dieses krasse 7-1 Deutschland gegen Brasilien, wo man als Zuschauer, ich auf jeden Fall, schon dachte so von wegen so, ja, nach dem 4-1 können wir jetzt auch mal ausmachen, die haben schon resigniert, wollt ihr nicht mal, also was macht, wo man, also wenn die eine Mannschaft so viel besser spielt als die andere, dass man mitbekommt, dass die eine Mannschaft beim Spielen schon sich überlegt so, können wir irgendwas machen, damit das nicht so peinlich wird für die? Also dass die hatten noch genug. Also der Gegner war so schwach aufgestellt, dass die deutsche Nationalmannschaft, man konnte da richtig im Gesicht ablesen, dass sie sich fragen konnten so, wollen wir mal ein bisschen weniger Gas geben, Leute? Also die hatten auch genug Energie, um diesen Gedanken beim Spiel auch noch zu haben. Die so. Hätten es, glaube ich, durchziehen können, ja. Und dann natürlich dieses geile finale Tor von Mario Götze. Also. Ja, was ich nur peripher mitbekommen habe, weil ich in London war und da einen Pub gesucht habe. Ich saß mit meiner Band auf Gartenstühlen draußen bei meinem Bassisten und wir haben es auf einer Leinwand geguckt. Und ich habe, als ich zugesagt habe, nach Bornheim zu fahren, um da mitzugucken, habe ich nicht bedacht, wie scheiße doch die Rückfahrt sein wird, falls wir überhaupt gewinnen. Mhm. Und das stimmt. Es war eine sehr, sehr laute Bahnfahrt. Es war wie Karneval in der 18. Bis ich nach Köln zurückkam, das war nicht sehr angenehm, aber, weil ich muss das auch nicht feiern, weißt du, ich muss das jetzt auch nicht so explizit feiern, dass Deutschland Weltmeister im Fußball ist, ich freue mich natürlich für die Mannschaft, ne, und ich feiere das natürlich schon, aber so, aber ich sage ja nicht immer, also ich versuche es auch nicht zu sagen, ich merke, dass ich es ab und zu auch selber das abrutsche, aber das wir zu sagen, weißt du, ich habe davon Geist, also ich habe da nicht meinen Teil zu beigetragen zu dem 7-1 gegen Brasilien, habe ich nicht, also mal ganz ehrlich, so Leute, Ich bin in Deutschland geboren, ne? Ich bin deutscher Staatsbürger, aber für die WM 2014 kann ich gar nichts. Also da jegliches Wir ist da vollkommen falsch. Ah, ja. Das haben die Jungs gut gemacht, Aber ich hab da keinen Teil zu beigetragen. Man kann ja auch eigentlich so sagen, also aus dem Fußballkult, der ja 2006 mit dem Sommermärchen angefangen hat, ist die AfD entstanden, ist meine Meinung. Deine Meinung. Das ist die Meinungsbildung, ist ja anscheinend auch entstanden. Ja, das ist ja genau das Thema, ne? Ich finde es ja vollkommen okay, sein Land cool zu finden, aber auf einer gesunden Art, ja? Ich finde es ja auch cool, dort zu sein, einfach aber aus der Art, weil ich... Aber du hast auch deine Schwächen, Sebi. Du bist nämlich auch manchmal ein sehr nerviger Lokalpatriot. Ja, wenn es um Köln geht, ne? Wenn Düsseldorf ja, reinkommt, der... Eben, ja, aber guck mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, aus kleinen fucking Borstel oder so kommst, weißt du, das halt keine Stadtkultur hat, dann ist das nächste, was du nehmen kannst, halt Deutschland, weißt du? Ja, vollkommen okay. Eben nicht. Ich finde, ach so, du meinst das jetzt auf der Nazi-Ebene. Ich finde es auf der sportlichen Ebene vollkommen okay. Ja, du darfst gut, natürlich deinen Verein mögen, du darfst ja auch feiern und so weiter. Du feierst ja auch Entscheidungen und so, weißt du? Ich finde das ja immer ganz cool, dass ich mich immer wieder dabei erwische, dass wenn ich mich frage, so von wem bin ich Vereinsfan, also ich bin immer noch Dortmund-Fan, aber irgendwie bin ich auch super Liverpool-Fan, weil ich halt Klopp-Fan bin, weißt du? Und das ist ja der. Ja, genau, weil ich aussehe wie Jürgen Klopp. Weil der einfach der ist ja sehr größtenteils der Entscheider, weißt du, der sagt ja schon, welche Leute will er in sein Team haben. Also der stellt den Verein ja zusammen, also die Mannschaft. Und der entscheidet ja, wann die spielen. Also dementsprechend ist es irgendwie logisch, Fan vom Trainer zu sein, weißt du? Weil der irgendwie am ehesten steuert, wie das Zusammenspiel der Mannschaft läuft. Wenn du warum vom Verein keine, Fan bist. Ja? Warum gibt es dann keine Trenchcoats oder Trainerjacken mit dem Logo von dem im Fanshop? Ja, ganz genau. Ich würde eine Kloppbojacke tragen. Würde ich machen. Ja, ja. Ich mach mir Kloppo-Zähne. Hänge meins direkt ein bisschen dran, weil das ist auch auf nationaler Ebene ein relevantes Thema, aber auf der Eishockey-Ebene mehr. Und zwar ist quasi der Fußball-WM-Gewinn von 2014 ist quasi auf Eishockey-Ebene fast gleichzusetzen wie die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018. Ist es da, wo ihr gefeiert habt, wir waren dabei? Wie, wir waren dabei? Na, ist das nicht so die Belohnung, wenn man Zweiter wird? Ja, du kriegst eine Silbermedaille. Hallo?
Das ist doch eigentlich so, als wenn du, als deutsche Eishockey-Nation hast du einfach mal in der Welt überhaupt nichts zu melden. Ja? Deutschland ist quasi eishockeytechnisch der, ich sag mal, der VfB Stuttgart der Bundesliga. Immer wieder mal ein bisschen so groß dabei, aber auch immer kurz vorm Abstieg. Mhm. Oder sogar mal abgestiegen, ja. Wir sind nicht so schlecht wie Schweiz. Das ist so wie wenn du ein fettes League of Legends oder Dota-Turnier machst, weißt du, in Europa, dann gewinnst und dann in irgendein Turnier gehst, wo plötzlich Südkoreaner und ich glaube Taiwanesen und Leute aus Singapur und plötzlich gegen dich spielen und dich einfach haushoch fertig machen, weil sie diese Spiele einfach so viel krasser atmen, weil es da einfach so sehr in der Mitte der Gesellschaft ist. Das mag sein. Auf jeden Fall war es trotzdem ein geiler Moment damals. Ich habe mir den Wecker gestellt, weil das die Olympia, wo war denn 2018? Olympia 2018? Ja. Ist das nicht Sochi? Ja, das war in Sochi. Haben die denn da gegen Russland gespielt? Ich bin gerade verwirrt. Nee, das war in Südkorea. 2018 war in Südkorea. 2016, ja, deswegen, nee, 2014 war Sochi, ne? Ja, genau, 2014 war Sochi, 2018 war Südkorea. War nämlich gerade verwirrt, weil die Russen ja gesperrt waren und die deutsche Nationalmannschaft nicht gegen die russische oder schon gegen die russische Nationalmannschaft gespielt hat. Aber dann so Sachen kamen wie, die durften keine Hymne und so halt zum Sieg halt haben, weil Russland an sich nicht dabei war. Ja? Mhm. Das waren die russischen Athleten. Die russischen Athleten waren das, so hießen sie, ja, und nicht Russland in dem Sinne. Ja, klingt aber so trotzdem ein bisschen wie so eine Truppe, die von Mr. T angeführt wurde. Russian Athletes. War auf jeden Fall ein krasses Ding damals und ich kann mich einfach noch sehr daran erinnern, wie ich einfach morgens um 3 Uhr hier einfach alles zusammengeschrien habe, weil einfach Tore gefallen sind. Und die das war ein cooles Spiel. Und da erinnere ich mich einfach gerne noch dran zurück. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du dich darüber so freust, vor allem, weil es auch ein zweiter Platz wurde. Weil wenn man sich für einen zweiten Platz so freut, weißt du, es ist leicht, sich für den ersten Platz zu freuen und sich dann irgendwie zu feiern und zu brüskieren und so weiter. Aber wenn man eine Mannschaft für den zweiten oder dritten Platz so feiert, dann ist das so ein richtiges Zeichen wie für sowas wie, ihr seid vielleicht nicht die Besten, aber ihr habt euer Bestes gegeben. Und wenn man das dann so innerlich wirklich so rüber transportiert, dann ist das eine ziemlich schöne Message. Man muss nicht immer gewinnen, um gut zu sein. Was mich da auch sehr beeindruckt hat, war einfach dann auch die Reaktion der Mannschaft. Ne? Nach dem Spiel, sie waren kurz enttäuscht, weil es echt knapp war. Ja? Die haben in der Verlängerung 4-3 verloren. Also es war echt knapp. Und Deutschland hatte es so kurz davor, wirklich auf der Kette auch noch das Tor zu machen in der Verlängerung. Ja? Mhm. Und dann kamen die Russen halt und haben das Tor gemacht. Sudden Death, vorbei. Aber da war natürlich kurz die Enttäuschung da, aber die ist sofort gewichen. Und gefühlt hat sich die deutsche Nationalmannschaft da mehr über den zweiten Platz, über die Medaille und alles gefreut, als die Russen über den Sieg. Und das fand ich einfach impulsant und vor allem, das hat auch ein geiles Bild, also das ging durch alle Medien, ja, weltweit, wie eben die Jungs sich da haben feiern lassen für den zweiten Platz und auch hier in Deutschland, ist geil. Das war gut, ich glaube, die haben auch einen Rathausempfang hier bekommen, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube sogar hier in Köln. Auf jeden Fall, die sind Sportler des Jahres geworden und alles, ja, und du hast danach auf jeden Fall auch einen Eishockey-Hype hier gehabt, weil die Eishockeyspiele waren auf einmal in allen möglichen Sendungen hier, das ist alles wieder ein bisschen abgeebbt, ja, aber ich glaube, seitdem ist Deutschland ist Eishockey ein bisschen mehr auf dem Radar, vor allem in den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist eine gute Nummer, die rausgekommen ist. Und deswegen war das mein erstes Ding. Ich bin auch der Meinung, dass jeglicher Sport auch seine Berechtigung hat, irgendwie mehr Hype zu bekommen, wenn er jetzt gerade da ist und so weiter. Fußball hat sich halt so einbetoniert. Ne? Es sind so die römischen Spiele geworden. Das ist auch, glaube ich, so Massenkontrolle, aber man konsumiert es. Die Nachrichten dürfen ruhig voll mit allen unterschiedlichen Sachen sein. Ich habe auch eigentlich kein Problem mit, dass doch schon ein bisschen schon so mit Darts, aber es wurde ein bisschen zu sehr hoch gehypt. Das fand ich ein bisschen albern. Ja, ich habe dieses Jahr gemerkt, dass es als Sport deklariert wird, weißt du? Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass ich es nur wegen den Fans geguckt habe. Dieses Jahr waren keine Fans dabei, die haben die Fans und super Band eingespielt und es war saulangweilig. das war echt scheiße. Siehste. Naja, aber ich muss sagen, diese ganze Fairness und so weiter, das ist schon natürlich geil, weißt du, auch dieses drüber hinwegschauen. Also ich erinnere mich da an, Barca hat irgendeinen Cup gewonnen und Puyol, die Abwehrmatte, falls du dich erinnerst, hält einen Pokal hoch. Ronaldinho hat mit seiner Mannschaft verloren. Und das Erste, was Puyol macht, ist, er nimmt diesen Pokal und geht zu Ronaldinho und sagt, hier, ne, hält ihn so, darfst du ihn auch mal anheben, so von wegen, so wie du gespielt hast, hast du ihn genauso verdient, weißt du?
Und solche Oder das Aktionen. War ein, guck mal hier, ich habe ihn und so. Nee, das ist so wirklich so, hier, der hat ihn in die Hand gegeben und hat ihn umarmt und so weiter, weißt du, also das ist schon so Sportsmanship und so, ist schon geil. Ich gehe zu meinem zweiten, damit ich meine beiden Fußballdinger nämlich weg habe. Ist ein TV-Sportmoment, den ich persönlich nicht gefeiert habe, aber ich kam nicht dran vorbei, dass ich mitten in der Traube drin war und es volle Kanne abbekommen habe, wie sich ganz Köln gefreut hat. Und zwar, als der FC Köln wieder in die erste Liga aufgestiegen ist. Alter, was in Köln los war. Die Leute sind auf die Straßen gegangen, als würde hier gleich sonst was passieren. Die sind wirklich in Zügen, sind die Menschen durch die Straßen gelaufen und haben gefeiert und gesungen. Ich meine, die erste Reaktion war, glaube ich, dass der komplette Kölner Fanblock das Feld gestürmt hat und am Ende der komplette Rasen abgetragen wurde. Also die Leute haben sich den Rasen schön stückchenweise rausgerissen. Mein Bruder hat ein Stück Elfmeterpunkt zu Hause noch immer. Um ihn zu Hause zu haben und zu sagen, ey, hier, das ist der Punkt, wo wir mal aufgestiegen sind. Ja. Weißt du? Also das ist der Lokalpatriotismus, wo man denkt so, boah, Leute, jetzt reicht's aber auch mal, ne? Ich glaube, das gibt's aber auch bei keinem anderen. Du konntest kein Bahn fahren, du konntest kein Auto fahren, nichts. Mhm. Also das Beste, was du hättest machen können, wahrscheinlich sofort dein Auto in die Tiefgarage bringen. Und es ist auch nicht vollkommen sauber vonstatten gegangen. Also es gab auch Probleme an dem Abend und den nächsten Tag und so. Also es gab auch genug Idioten, die Scheiße gebaut haben. Ja. Aber wie die hier im Zug, ey, wie Karneval sind die hier losgerannt und alle so sind einfach nur von Straße zu Straße durchgegangen und haben diesen Aufstieg gefeiert. Also ich habe mich schon für den FC Köln sehr gefreut, aber ich war wirklich perplex, als ich gesehen habe, was da abgegangen ist. Ich glaube, das ist schwer zu verstehen als Nicht-Kölner vor allem, weil ich mag den FC einfach auch, weil ich Kölner bin, ja, und ich freue mich mit denen und ich denke mir, Mann, sind die bescheuert, wenn sie wieder verloren haben, ja, aber da bin ich ziemlich sicher, es gibt keinen anderen Verein auf der ganzen Welt, wo quasi Stadtgefühl und Verein so ineinander verschmolzen sind. Du kannst Köln und den FC nicht voneinander trennen, ja, weil das ist einfach so. Was ist mit München? Absolut nicht. München ist ein Schickeria-Verein, der sich da irgendwie gemacht hat. In München ist nichts los. Wenn München Meister wird, dann kommen ein paar tausend Leute auf den Platz. Weil sie es wie oft jetzt schon gemacht haben, 30 Mal. Ja, aber ich glaube, Köln ist einfach, wenn man an München denkt, denkt man nicht automatisch an Bayern München als erstes vielleicht. Dann denkst du an, keine Ahnung, man denkt an Bayern an sich. Also BMW. Ich denke. Ja, obwohl, genau so Sachen, ja, du hast recht, weil man sagt auch nicht der FC München, also man sagt nicht FC München, man sagt immer FC Bayern. Es ist Bayern, ja. Und das Ding ist ja auch, es ist der FC. Und das hat sich durchgesetzt. Du kannst durch Hamburg laufen und sagen, heute spielt der FC gegen HSV. Und es ist klar, es spielt Köln gegen Hamburg. Sag ich jetzt einfach mal so. Es gibt noch einen anderen. Beim FC Nürnberg bin ich mir nicht so ganz sicher, ja, wie das da so läuft. Wenn Nürnberger zuhören sollten, wie nennt ihr denn bitte euren Club? Ja? Aber in Köln ist es ja einfach nur der FC. Ja, in allen anderen großen Städten hast du, also bis auf Düsseldorf, also Düsseldorf hat einfach fußballtechnisch, hat glaube ich nicht so einen großen Impact wie, also Fortuna hat nicht so einen Impact wie der FC Köln. Aber in Düsseldorf allen ist es Großstädten, auch fast mehr die DEG, die Eishockeyspieler. Die machen fast mehr, würde ich fast sagen, haben mehr Influence auf die Stadt als Fortuna. Und Hamburg und Berlin sind zum Beispiel sowieso schon raus, weil die sind gesplittet. Ne? Hamburg teilt sich natürlich die Fanschaft auf in HSV mit Pauli und Pauli. Und in Berlin hast du Hertha und Union. Ne? Du, das hast aber selbst hier in Köln. Fortuna Köln hat eine starke Fangemeinschaft hier in Köln. Ja, ja, aber die haben doch wiederum nichts gegen den FC Köln. Oh, da gibt es ja, schon. Ist da eine Rivalität? Ja, da gibt es schon. Ich sehe auch noch und dass da nochmal Viktoria noch mitspielen, genau, dann geht es hier aber ab hier in Köln. Haben wir aber noch gar nicht gesehen bisher. Ja. Mein zweites Ding hätte ich eigentlich gedacht, dass es von dir noch kommt. Vielleicht kommt es als nächstes, darum haue ich es jetzt raus. Und zwar ist es der Torfall von Madrid 1998. Mann! Oh Mann! Und das ist einfach noch so ein Fernsehding, weil das ist so Kindheit. Boah, wie lange ich aufbleiben durfte deswegen. Es war mein Vater hat gesagt, du darfst so lange aufbleiben, bis das Spiel durch ist. Richtig. Habe ich dir gerade ein Ding geklaut oder ist es dir gerade das eingefallen? Ja, das ist mein drittes Ding gewesen. Ja, sorry. Aber das Ding ist ja einfach nur damals. Das ist doch der Dortmund-Moment.
sehr, selbst fernsehtechnisch war das Ding ja damals. Wie, ich werde einfach nie vergessen, wie Jauch und Ralf da dann halt diese Show da geschmissen haben. Und das war ja eigentlich noch so in den Kinderschuhen der Live-Übertragung. Die haben einen Fernsehpreis bekommen, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Naja, heutzutage, das, wenn sowas passiert. Ich weiß noch, der Bild, die Bildschlagzeile, das Tor fiel in der 0. Minute. Ja, 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 stand genau. Stand am nächsten Tag auf dem Bild. Ich sag, wenn heute sowas passieren würde, dann würden sie erstmal stundenlang in die Werbung schalten und dann irgendwie ein DSDS-Ersatzprogramm schalten. Ja. Das Spiel, es war Madrid gegen Dortmund, nicht Dortmund gegen Madrid, ne? Also, es war in Madrid. Ja, wir reden also nicht vom Signal Iduna Park oder wie er damals hieß, sondern es waren die Madrilen, die nicht in der Lage waren, so schnell erstmal ihr Tor so haben rosten lassen, ne? Ich weiß noch, wie das, es war ja so eingeknickt und angerostet und es war einfach randvoll mit Wasser. Da war einfach nur alles voll Wasser. Und genau. Einfach keine Torpflege gemacht. Ja, und dann kam sie mit dem Tor, was zu klein kam. Und ja, dann ist es geht los, es geht los. Und dann kommt da so ein Schiri-Typ und misst nach und sagt, das Tor ist zu klein. Aber wäre doch eigentlich egal gewesen. Ich meine, die machen doch Seitenwechsel, oder? Die können doch einfach eine Halbzeit mal mit dem Eishockey-Tor spielen. Und dann ich glaube, die Madrilen haben vor allem am Ende noch gewonnen. Das kann sein. Ging's ich meine, die haben gewonnen. Das war irgendwie Finale oder Champions League. Sowas, ne? Aber irgendein Halbfinale oder sowas, ne? Irgendwie ein Endspiel. Madrid, Dortmund. Naja, habe ich dir damit dein drittes Ding schon mal weggenommen, ja? Ja, aber ich habe noch okay. Was. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, während wir gesprochen haben. Dann hauen wir dein drittes 1.4.1998. Ja. Müsste wirklich so gewesen sein. Ja, und 2-0 haben sie noch gewonnen. Da haben sie das Tor ja gar nicht gebraucht. Ja. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag dafür. Mhm. Ja, es sind ja auch historische Ereignisse. Ja. Durch ein umgefallenes Tor verzögerte sich der Beginn des Spiels um 76 Minuten. Und die, alter Marcel Reif und Günter Jauch haben übrigens den bayerischen Fernsehpreis bekommen. Ja, mag ja sein. Also Fernsehpreis. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Sehr guter Kommentar von Marcel Reif. Und Günther ja auch, für alle die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen. Ja, okay, ganz gute Sprüche, Leute, ganz gute Sprüche. Ja. So, dein drittes Ding. Ich möchte gerne wissen, was das für ein Spiel war, ehrlich gesagt. Ist egal, wir haben keine Zeit. Es war das Hinspiel des Halbfinals. So. Das ist ja dann, ist doch Dortmund noch weitergekommen. Haben die 98 nicht die Champions League gewonnen? 97, 98. Das ist dann nämlich, dann bleibe ich jetzt nämlich erstmal beim Fußball. Ich habe nämlich da noch zwei Momente. 97, 98 Champions League Finale Dortmund gegen Juventus Turin. 3-1, Ricken und Kalle machen Juve alle. Ja, ganz klar. Ich glaube, es waren zwei Tore von Kalle Riedle und ein Tor von Lars Ricken, der instant eingewechselt wurde und nur losgerannt ist, hat den Ball gekriegt und ist zack ins Tor gefallen. Wir haben das so gefeiert. Del Piero hat noch ein anderes Tor geschossen fürs 3-1. Ist auch ein grandioser Fußballer, muss man auch sagen. Ne, darf nicht vergessen, Gigi Buffon und Del Piero, die einzigen beiden, die bei Juventus geblieben sind, nachdem da dieser krasse Beschissskandal rauskam, ne? War ein super cooles Spiel, das war für mich, da hat sich für mich wirklich, hat sich meine BVB-Liebe gefestigt, ist natürlich immer leicht zu sagen, ne, durch einen Champions-League-Sieg, aber ich weiß noch, wie ich diese komplette Saison mit meinem Papa zusammen auf der Couch geguckt habe und dann immer wach bleiben durfte und die Spiele geguckt haben und ich mich schon mit 11 mit meinem Papa gestritten habe, wo ich der Meinung war, dass das und das ist Kacke und wo ich noch wusste, wie ich während dieser Champions-League-Phase gemerkt habe, wie scheiße Elfmeterschießen ist. Mm. Erst wollte ich mir Elfmeterschießen gucken, weil erstens fallen dann mehr Tore und zweitens darf man länger aufbleiben. Mm. Und dann fällt es dir auf, dass es aber ziemlich Zufall ist und ziemlich Glück. Und dann willst du das eigentlich gar nicht mehr. So, das ist mein eigentlicher Moment. Also das ist mein Ausweichmoment zu dem, was du gesagt hast. Und um noch einen extra draufzusetzen, nur um mal vom Fußball wegzugehen. Es gibt noch einen Moment im Sport, den ich gesehen habe. Ich weiß, es war irgendwo. Also ich habe es nicht live gesehen, weil es ist von 88, aber ich weiß, dass ich das mit sehr jungen Jahren mal irgendwie geguckt habe in irgendeiner deutschen Fernsehsendung. Und zwar war das dieser Slam Dunk Contest von 88, der NBA Slam Dunk Contest. Ich meine, da hat es auch Jordan gewonnen. Da ist Jordan von der Freiwurflinie ausgesprungen und hat den ikonischen Slam Dunk Move gemacht. Weißt du, dass das Beine gespreizt und Arme raus und so weiter. Also da kommt das Logo her. Und das habe ich als Kind gesehen und ich weiß noch, wie ich mich dann irgendwie zu meinen Eltern gedreht habe und gesagt habe, ich will Basketball. Basketball kann ich so gar nichts abhaben. Siehst überhaupt du? Nicht. Das kann ich mir auch nicht im Fernsehen angucken. Ich finde es stinklangweilig.
Es ist einfach, keine Ahnung. Die berühren sich, Schiri pfeift, gibt den Ball her. Also ich war dann bei... Dann werfen sie, oh, noch ein Korb, yay, oh, noch ein Korb, yay. Ich war in Bonn im Telekom-Dom und habe mir ein Match angeguckt und ich habe mir ein KIC-Match mit dir angeguckt. Ja. Rate mal, was mehr Spaß gemacht hat beim Zusehen. Ja, wahrscheinlich das Basketballspiel. Richtig, das Basketballspiel war auch viel geordneter und gesitteter. Beim Eishockey darf man ja anscheinend alles. Ja, klar. Du kannst dich einfach mal nebenbei irgendwo hinsetzen oder so. Mal kurz über diese Bande springen, zack, hinsetzen, jemand anders geht einfach rein, komm. Das fällt dem Schiri nicht mal auf, weißt du, da könntest du Wayne Gretzky in den Kinderverein einfach mal kurz reinlaufen lassen, das fällt ihnen gar nicht auf. Du willst gerade bemängeln, dass die Spieler fliegende Wechsel machen dürfen. Ja. Das dürfen sie beim Basketball doch auch, oder nicht? Nee, aber nicht so. Die gehen einfach raus und kommen dann beim Handball genauso. Bei allen anderen Sportarten auch so. Beim Eishockey bist du aber verpackt. Da ziehst du ein falsches Trikot an, gibst du Wayne Gretzky ein Trikot mit Wookie, ne, und dann zack geht er darauf und dann denken alle, Wookie spielt da. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube schon. Ja, mag ja sein. Warum sollte sich Wayne Gretzky als Wookie ausgeben, wenn er sich als Wayne Gretzky ausgeben könnte? Naja, weil er undercover für mich irgendwie den Verein hochzieht. Ich verstehe. Ja, ist okay, ist okay. Mein drittes Ding, wie soll es anderes sein, ein Formel-1-Thema. Und zwar ist es die erste Formel-1-WM von Michael Schumacher 1994. Im Benetton-Renault. Im Benetton einen Unfall mit Damon Hill verursacht und ausscheidet, aber dabei halt das Auto von Damon Hill auch kaputt macht und deswegen Weltmeister wird. Also ich finde es eine sehr, also so im Nachhinein, damals natürlich, was will der Hill, ja. Aber so, wenn man das sich heute mal so anguckt, kann man schon durchaus argumentieren, warum musste dieses Manöver sein? War dieser Rammversuch vielleicht Absicht? Man weiß es nicht. Man kann ihn ja auch nicht mehr fragen. Und er wird wahrscheinlich auch nicht antworten. Aber trotzdem, es war damals, ich weiß noch, dass ich aufgestanden bin, Australien-Rennen, Adelaide. Das heißt, morgens Rennen um 3, du stehst oder um 4, stehst auf und guckst dir das halt an. Ne? Und wie alt war ich denn da? 94, da war ich 10. Trotzdem kann ich mich noch richtig dran erinnern, ja, wie Schumacher sich beinahe überschlagen hätte und in der Bande gelandet ist und dann der Hill mit einer kaputten Lenkstange reinkommen musste und auch nicht weiterfahren konnte. Das ist eigentlich meine erste sportliche TV-Erinnerung, die ich noch habe. Und ich glaube, seitdem bin ich auch Formel 1-Fan. Wie viele Fahrer kannst du mir noch nennen? Die damals gefahren sind? Ja. Schumacher, also 94? Mhm. Schumacher. Ist gerade auf, ja. Anfang der Saison noch Ayrton Senna. Ja. David Coulthard. Ja, der große Widersacher. Mika Häkkinen. Ist Mika schon dabei gewesen? Der müsste Tatsache. Bei Lotus sein oder so. Nee, McLaren Peugeot. Ja, der ist ja schon bei McLaren. Ja klar, der hat ja in dem Jahr auch einen großen Unfall gehabt, glaube ich. Oder das war das Jahr später. Olivier Panis, Jean Alesi, Gerhard Berger. Hast du gerade das Alter auf? Du guckst gerade so, als würdest du auf einen zweiten Screen schauen. Ich guck auf Holunder-Tee hier. Martin Brundle, Mark Blundell, Heinz-Harald Frenzen natürlich, im Sauber. Ja. Karl Wendlinger auch noch am Anfang des Jahres. Ja, nicht schlecht, Sebi, nicht schlecht. Ratzinger auch noch bis Monaco Grand Prix. Wie alt warst du da? Da müsstest du 9 oder so, 10 gewesen. Ja, okay, das ist schon. Ja, müsste ich 9, ja, das war ja Mitte der Saison, war ich 9, ja. Ist noch irgendwer, den du vergessen hast, den ich kenne? Eddie Irvine. Ja, Rubens Barrichello. Oh ja, natürlich. Gewesen. Ah ja, klar, der hat auch einen Unfall in Imola gehabt. Ja, ja. Böse. Ja, war cool. Coole Saison. Meine Damen und Herren. Jos Verstappen, also, natürlich. Hast du aber gleich gesagt, oder? Naja, Teamkollege. Johnny Herbert. Meine lieben Zuhörer, das war's für Folge 197. Der Wookie muss so langsam wieder sich ins Bett legen. Denn ich merke, dass ich auch schon wieder Quatsch rede. Ja, machen wir seit 1,5 Stunden. Ich höre auch schon, dass gekocht wird. Das heißt, ich muss jetzt mal helfen und kochen helfen. Ich mache mir, glaube ich, auch gleich nochmal schnell meine deutsche Soba-Brühe warm. Wir machen jetzt eine leckere Linsen-Bolognese hier. Oh, herrlich. Meine Damen und Herren, das war Adolf Lemp, der Podcast. Ich bin der Sebi. Hier ist der Wookie. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Hahaha und so. Haha. Gleiche Welle. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Podcast.